Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu unserem Kongress Perspektiven für die Gründungs- und Unternehmensfinanzierung. Wir haben noch einen kleinen Stau unten am Eingang. Die Sicherheitskontrollen des Deutschen Bundestages funktionieren. Das ist ja auch für uns alle dann entsprechend beruhigend. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Und ich habe gerade mit Volker Kauder so ein bisschen rumgeflaxt und habe gesagt, na ja, früher waren Finanzmarktkongresse pickepacke voll. Und ich habe gesagt, eigentlich ist das ein gutes Zeichen, weil wenn ich mir die letzten 5 Jahre mal so betrachte, wo wir also ständig in irgendeinem Krisenmodus waren im Finanzmarkt und im Banken-, Versicherungen- und ähnlichen Bereich, dann sind wir also heute vielleicht in einem Zustand, wo Krisen immer noch drohen können, wo wir vielleicht aber besser vorbereitet sind, wo wir aber vor allen Dingen eins machen können: Wir können uns wieder mit unserem täglichen Geschäft beschäftigen. Und das tägliche Geschäft für alle Finanzmarktakteure ist es, dass sie die sogenannte Realwirtschaft, eigentlich mag ich das Wort nicht, mit der notwendigen Liquidität versorgen, um die entsprechenden Geschäfte zu tätigen, die für uns in diesem Land auch Wohlstand bringen. Und deswegen freue ich mich, dass Sie auch zu diesem Spezialthema gekommen sind. Ich freue mich ganz besonders, dass Volker Kauder gleich diesen Kongress eröffnen wird. Ich freue mich auch über alle Referenten, das würde jetzt zu weit führen, die einzeln vorzustellen. Dafür haben wir unsere Panelisten oder Panelisten, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Ich freue mich, dass die Bundesregierung mit dem Staatssekretär Jens Spahn und dem Abteilungsleiter Levin Holle da ist. Das heißt, auch das Bundesfinanzministerium verfolgt mit, was wir hier tun und was wir besprechen. Wir werden die Sachen, die wichtig sind, heute auch aufschreiben. Und die Antje Tillmann, die Leiterin unserer Arbeitsgruppe Finanzen, mit ihren Kolleginnen und Kollegen hat versprochen, dass sie das auch in ihre tägliche Arbeit mit einfließen lassen. Wir haben auch Vertreterinnen und Vertreter, Abgeordnete aus dem Bereich Wirtschaft hier, die das auch mit einfließen lassen. Und insofern sollten wir alle jetzt zusammen einen schönen Nachmittag verbringen, wo wir spannende und kurzweilige Diskussionen hier oben haben werden, wo wir viele Impulse mitnehmen werden und vielleicht mit der einen oder anderen Idee dann auch nach Hause kommen. Den Ablauf des heutigen Nachmittages, den haben Sie gesehen. Gleich wird Volker Kauder kurz einführen. Wir werden starten mit der Podiumsdiskussion Gründungsfinanzierung. Die wird von Philipp Murmann geleitet werden. Den Referenten Pavel Schuczynski, Tobias Habich und Cornelia Itzer. Auch Frau Itzer als Vertreterin des Senates hier in Berlin. Auch ganz, ganz herzlich willkommen. Für Sie ist das ja immer ein Heimspiel hier. Die anderen sind ein bisschen weiter teilweise angereist. Wir werden die Podiumsdiskussion haben, bankengestützte Finanzierung mit Georg Fahrenschon, Stefan Paul, auch vielen bekannt, und Matthias Kucheda, moderiert von Antje Tillmann. Dann werden wir eine kurze, sehr disziplinierte Pause machen und werden dann in die kapitalmarktgestützte Finanzierung einsteigen. Das ist auch interessant. Wir reden ja auch momentan über Kapitalmarktunion und ähnliche Dinge. Da haben zugesagt Hans Bese, Arnold Fohler und Alexander von Preising. Moderiert wird das Ganze von unserem Kollegen Matthias Mittelberg. Und dann werden wir uns einem Gebiet widmen, was so gemeinhin eigentlich immer unter dem Radarschirm bleibt. Das sind alternative Finanzierungsformen. Und wir freuen uns da ganz besonders, dass Sonja Brey da ist von der Alba Group, Tobias Riedmüller und auch Horst Fittler vom Deutschen Leasingverband. Ich denke mal, wir haben dann eigentlich einen ganz guten Überblick. Wir werden das so gestalten, das haben uns die Moderatoren versprochen. Keine langen Vorträge, kurz, knackig. Das Ganze soll zwar nicht so ein Speed-Dating werden, aber doch ein bisschen zügiger, ein bisschen schneller. Und ich glaube mal, alle Versprechen, die hier hingekommen sind, dass wir das auch umsetzen werden. Sie am besten hier sofort in die Mitte rein. Wir hatten ein paar Probleme mit der Eingangskontrolle, das ist überhaupt kein Problem. Hier vorne sind auch noch Plätze frei. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen zu begrüßen. Alle sind uns gleich willkommen. Ich übergebe das Wort an Volker Kauder und freue mich mit Ihnen allen zusammen auf einen schönen, angenehmen Nachmittag mit vielen Ideen. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Ralf Brinkhaus, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Ich kann mir vorstellen, dass der Satz, ich wünsche einen schönen, angenehmen Nachmittag, vor ein paar Jahren, als die Finanz- und Wirtschaftskrise auf dem Höhepunkt war, auch nicht so gefallen wäre. Da war die Stimmung doch ganz schön angespannt, wenn ich an die Jahre 2008 und 2009
neuen denke und die Maßnahmen, die gemacht werden mussten, wenn ich nur an die Hyporil-Ästhet denke, waren ja im höchsten Maße umstritten. Und wenn man sich die Diskussionen im Nachhinein anschaut, wundert man sich, wie ruhig das alles geworden ist und wie gut es dann am Schluss auch gegangen ist. Damals war man der Meinung, auch die Experten, ich habe mir die einschlägigen Artikel aufgehoben, die haben davon gesprochen, das werde alles ein Jahrzehnt dauern, bis das alles überwunden wird. Es ging Gott sei Dank viel schneller. Und deswegen glaube ich, sollten wir auch immer auf die Kraft vertrauen, die Gestaltungskraft, die wir alle miteinander haben, um Probleme auch zu lösen. Ich freue mich, dass wir diesen Kongress heute haben, einmal weil das Thema wichtig ist und weil damit auch die Botschaft ganz klar ist. Natürlich ist die größte Herausforderung wahrscheinlich im Nachkriegsdeutschland die Flüchtlingsfrage. Aber es geht eben nicht nur um die Flüchtlingsfrage, sondern wir haben eine ganze Reihe anderer Themen, die wir auch voranbringen und die auch notwendig sind. Denn wir werden auch das Thema Flüchtlinge nicht lösen können und vor allem die Integration, die damit verbunden ist, wenn wir nicht unseren Wirtschaftsstandort und unser Land in Ordnung halten. Denn alle Aufgaben, die wir finanzieren müssen, müssen wir aus der Kraft unserer Wirtschaft in diesem Land finanzieren. Und dazu gehört natürlich die Finanzmarktfragen unbedingt dazu. Wir haben seit diesem großen Crash, den wir 2008 und 2009 erlebt haben, regelmäßig Kongresse und Fachgespräche zum Thema Finanzmarktregulierungen durchgeführt und uns mit Ihnen und den Experten unterhalten, was wir machen können, was wir national machen können, was wir aber auch europäisch machen müssen. Und wir haben eine Reihe, Sie kennen das alles, will Sie deswegen gar nicht im Detail anführen, Reformmaßnahmen durchgeführt, die auch nicht leicht waren. Und da war Ralf Brinkhaus ein unbeugsamer Berichterstatter, um die Grundsätze, die uns wichtig sind, auch durchzuhalten. Der Ursprung der Krise waren toxische Wertpapiere, aber es war auch eine Einstellung in Amerika, die heute wahrscheinlich so nicht mehr kommen würde. Ich war nämlich unmittelbar noch nach der Krise in Amerika und habe mit dem Chef der Notenbank Bernanke gesprochen und der hat gesagt, ja, also da ist natürlich was passiert. Wenn wir gewusst hätten, was da passiert, dass eine Bank nicht einfach so pleite gehen kann wie eine Zahnpastafirma, dann hätten wir lieber unten die Presse nochmal angeworfen, gedruckt und hätten das mit 100 Milliarden bezahlt und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Also die Erkenntnis, der hat mich im Übrigen, bevor er das Gespräch begonnen hat, mit folgender Testfrage zu mir gesagt, sagen Sie mir mal, Herr Kauder, was glauben Sie, warum man eine Notenbank hat? Dann habe ich schön mein Sprüchli gesagt, Geldwertstabilität, und so hat er gesagt, völlig falsch. Eine Notenbank hat man, um Geld zu drucken. Merken Sie sich das. So, also das war die Einstellung von dieser ganzen Geschichte. Wir sind da etwas anderer Meinung, wenngleich wir im Augenblick in Europa ja vom Gelddrucken auch viel verstehen. Das muss man natürlich auch sagen. Also wir waren die toxischen Wertpapiere, aber auch der Umgang mit dem Ganzen. Und wir alle haben uns doch sehr geärgert, dass da einige, die an der Schraube gedreht haben, uns alle in diese Schwierigkeiten gebracht haben und das am Schluss dann wieder geheißen hat, der Steuerzahler muss die ganze Sache, die ganze Veranstaltung finanzieren. Und das war der eigentliche Antrieb, Ralf, dass wir gesagt haben, es muss Voraussetzungen geschaffen werden, dass, wenn so etwas passiert, nicht automatisch der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. Und deswegen war es das Ziel, die Finanzmärkte zu stabilisieren und kein Produkt und keinen Akteur unreguliert zu lassen. Da stellt sich dann die Frage, was machen wir mit dem einen oder anderen Hedgefonds noch, der bis jetzt ja noch nicht so reguliert ist, wie wir es uns vorstellen. Wir haben in der Union da eine
klassische Sicht auf die Dinge. Und bei uns finden sich die Positionen wie Finanzmärkte sollen Realwirtschaft dienen, unser dreigliedriges Bankensystem hat sich bewährt, Schuldenfinanzierung birgt Risiken und mindert Handlungsspielräume. Selbst wenn der Zins noch so niedrig ist, muss er irgendwann mal zurückbezahlt werden. Deswegen wundere ich mich, wenn wir hin und wieder auch für unseren Bundeshaushalt den Hinweis bekommen, in einer Zeit, wo das Geld so billig ist, muss man Schulden machen und investieren. Da kann ich nur sagen, aber am Schluss, auch wenn du keine Zinsen zahlen musst, musst du das Ding mal zurückzahlen. Wenn wir es geschenkt bekommen, dann würde man sagen, wir nehmen es. Aber es macht doch keinen Sinn, den Menschen jetzt in unserem Land klarzumachen, ihr müsst jetzt Schulden machen wie die Scheiterbalken, weil man keine Zinsen zahlen muss. Aber irgendwann mal wird dann das Geld zurückbezahlt werden müssen. Und deswegen müssen wir da auch sehr vorsichtig sein. Wir sind in der Union alles andere als beratungsresistent und wir reden mit allen. Vor allem tragen wir Verantwortung für unseren Wirtschafts- und Finanzstandort. Wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, dass wir in einer der wettbewerbsfähigsten arbeitsteiligen Industrienationen der Welt leben und dies muss auch so bleiben. Ohne Innovationsfähigkeit auch im Finanzsektor ist dies nicht möglich. Und da kommen wir natürlich zu einer Reihe von Fragen. Der klassische Unternehmerkredit allein kann nicht immer die speziellen Finanzierungsprobleme der Praxis lösen. Und ich erlebe es in meiner Heimat, dass für bestimmte Anliegen von Start-up-Unternehmen gar niemand so genau weiß, wie die Risikobewertung durchgeführt werden soll. Wenn der eine Bäckerei aufmachen will, sagt der Kreditsachbearbeiter bei der Bank, also gut, der braucht folgende Geräte, die sind so und so viel wert, aber wenn der kommt und sagt, ich habe da eine Idee, wie denn die Idee bewertet werden soll, und das ist die eigentliche Herausforderung auch in unserer Zeit, und wie groß darf das Risiko sein? Früher hat der Kreissparkassendirektor gesagt, das war ganz einfach. Den Kerl habe ich mir angeschaut und habe ich gewusst, der packt es oder der packt es nicht. Aber heute muss ich da ein Ranking machen und deswegen brauche ich mir die Frage gar nicht vorlegen. Wird eine Bewertung gemacht und das macht es manchmal schwierig. Wie soll nun der Computer bewerten, ob die Idee im Kopf auch wirklich gut ist und auf den Markt gebracht werden kann und finanziert werden kann? Kann unter heutigen Regulierungsgesichtspunkten ein Kreditsachbearbeiter überhaupt noch das Risiko eingehen und zu sagen, das ist eine Idee, die auf den Markt kommt? Oder muss der zufälligerweise der junge Mann dem Bill Gates begegnen, der sagt, ich gebe mal 50 Millionen, das riskieren wir mal. Also das ist schon ein Thema, das viele junge Unternehmen beschäftigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darüber müssen wir miteinander reden, wie das gehen soll. Wir brauchen die Regulierung, natürlich auch im europäischen System. Aber es muss auch die Frage sein, ob diese Regulierung noch genügend Spielraum lässt, um innovationsfähig in unserem Land zu sein. Und wo da die Grenzen verlaufen, weiß ich selber nicht, aber da erhoffe ich mir natürlich den Rat von klugen Menschen, die mir helfen, dass wir dort vorankommen. Es kann nicht das Ziel sein, die Finanzmärkte absolut sicher zu machen, auch wenn sie bewegungsunfähig werden. Das kann nicht das Ziel der Geschichte sein. Sondern wenn wir sagen in der Union, und davon sind wir überzeugt, dienende Funktion für die Realwirtschaft, dann muss dies auch in Zukunft möglich sein, auch unter regulierten Situationen. Wir wünschen uns alle, dass die Situation sich so stabilisiert, dass wir etwas, was wir schon einmal erlebt haben, 2008 und 2009, nicht noch einmal erleben müssen. Wir sehen aber auch, dass wir in einer Phase sind, auch bei uns in Deutschland und Europa, wo wir im Wettbewerb Wachstumskräfte freimachen müssen, wachsen müssen in neuen Bereichen. Und ohne die notwendige Kapitalausstattung wird dies nicht gelingen. Und das ist die schwierige Aufgabe, den Menschen klarzumachen,
dass wir Regulierung brauchen, um die Risiken zu minimieren, auf der anderen Seite aber auch die Innovationskraft behalten müssen. Und da kommt dann immer, wenn wir über solche Sachen im Deutschen Bundestag reden, Gregor Gysi ans Rednerpult, der nun nicht mehr so häufiger kommt, weil er ja die Aufgabe abgegeben hat und hat gesagt, das alles, Regulieren und Innovation, geschieht dann am besten, wenn wir die Banken verstaatlichen. Dann läuft die Sache. Und da muss ich nur sagen, das hatten wir auch schon bei den Landesbanken und dort waren die Risiken nicht geringer als bei allen anderen Banken, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Und deswegen ist die Alternative nicht so, sondern die Alternative heißt regulieren, Transparenz, damit wir Sicherheit haben, aber zur gleichen Zeit auch die Finanzierungskraft für unsere Wirtschaft muss erhalten bleiben. Und da wünsche ich mir nun wirklich gute Beratungen, gute Ergebnisse. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Volker Kauder. Sie sehen, das Thema ist bei uns höchstmöglich in der Fraktion angesiedelt. Wir fangen jetzt ganz schnell an mit dem ersten Panel und das wird geleitet werden von Philipp Murmann. Und Philipp Murmann ist nicht nur bekannt als Abgeordneter aus Kiel, aus Schleswig-Holstein und als Schatzmeister unserer Bundespartei, sondern Philipp ist, und das wissen wahrscheinlich nicht ganz viele von ihm, bei uns so etwas wie der Pate der Gründungsfinanzierung, der Schutzpatron von Venture-Kapital und Wagniskapital, weil er derjenige ist, der da immer wieder auch den Finger in die Wunde legt. Und Philipp, es ist schön, dass du dich bereit gefunden hast, dieses Panel zu leiten. Und jetzt, wie sagt man im Englischen, your floor oder so ähnlich. Ein Hinweis, wir machen einen Video-Livestream. Das heißt, wenn jemand hier irgendwie durchs Bild läuft, dann ist er irgendwo auch im Internet. Das sollte jeder von Ihnen wissen, ja? Jetzt geht's. Wunderbar. Dann gehe ich doch wieder zurück. Also ich hatte nämlich überlegt, sonst sitzen wir immer wie bei der Partei auf dem Kreisparteitag mit dem Panel und wir wollen ja ein bisschen über Gründungsfinanzierung sprechen und das ist ja, hat ja auch was Dynamisches. Deswegen habe ich gesagt, versuche ich das jetzt mal in Person zu machen. Ich möchte ganz kurz vorstellen, wen wir eingeladen haben. Einmal Cornelia Itzer. Sie ist eigentlich Juristin, war mal bei Bayer einige Jahre, war dann Abgeordnete, auch Kollegin hier. Während ich noch im Studium war, ist sie schon ganz jung hier in den Bundestag gekommen. Staatssekretärin bei Angela Merkel, als sie noch Familienministerin war. Dann bei Jürgen Rüttgers und ist dann zurückgegangen in die Wirtschaft. War lange Hauptgeschäftsführerin der Forschenden Arzneimittelhersteller oder Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller und seit 2012 ist sie nun Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Forschung. Das ist natürlich schon mal eine ganz großartige Kombination. Was macht Ihnen denn an Ihrem Job am meisten Spaß? Das Großartige ist, dass in diesem Portfolio mit Forschung, Technologie und Wirtschaft alles, was zusammengehört, unter einem Dach ist und dass aktuell wir eine starke wirtschaftliche Belebung haben in Berlin und dazu die Gründerszene enorm beiträgt, dass es erwachsene Unternehmen inzwischen sind. Wir reden nicht nur über die Seed-Finanzierung wie in der Vergangenheit, sondern es geht auch um große Deals inzwischen. Es hat erhebliche Exits gegeben, 6 Wunderkinder, 3-stellige Millionenbeträge, die hier von Microsoft gezahlt wurden, um ein Beispiel zu nennen. Also hier boomt eine Stadt und das mitgestalten zu dürfen, macht Freude. Prima, vielen Dank. Machen da gleich weiter. Erstmal möchte ich Thomas Habig vorstellen, den wir eingeladen haben. Er hat in Köln, Leipzig, New York und Toulouse studiert, also schon mal sozusagen weitläufig angefangen, war dann bei Lehman Brothers, aber ist noch ausgestiegen, bevor es ganz ausgestiegen ist. War dann Investor, auch bei Apollo Management, hat bei Morgan Stanley lange Jahre für Private Equity gearbeitet und beraten und ist jetzt Berater und für Gründung und Wachstum, zwei wichtige Sachen. Sie leben in London. Ist es denn da so viel erfolgreicher, als wenn Sie das in Deutschland machen würden? Oder könnte man
oder überlegen Sie vielleicht dann auch nach Berlin zu ziehen, wenn wir hier richtig Gas geben mit der Gründungsfinanzierung? Der Unterschied zwischen London und Berlin ist am Ende gar nicht so groß. Ich glaube, das kann man in dem Fall auf jeden Fall sagen. In meinem persönlichen Fall ist das eher in der Historie begründet, dass ich die vergangenen 14 Jahre in London gearbeitet habe und da meinen Arbeitsmittelpunkt hatte. Nichtsdestoweniger während dieser 14 Jahre jede Woche eifrig zwischen Deutschland und England hin und her getingelt bin, wie man ja so schön sagt. Und darüber glaube ich auch, dass so ein bisschen im Vergleich habe sehen können. Ich glaube, das, was in Berlin in den vergangenen Jahren in Hinsicht auf das Thema Gründungen, Startup-Szene etc. entstanden ist, ist wirklich extrem bemerkenswert und ein ganz großer Verdienst. Das, was in London sich in dem gleichen Bereich entwickelt hat, glaube ich, hat insbesondere in den vergangenen Jahren, also vielleicht nochmal 3-4 Jahren, mehr an Bedeutung gewonnen. Und da kommen wir schon so ein bisschen auf den Punkt, den Frau Itze auch vorhin ansprach und wo wir mit Sicherheit auch noch später einsteigen, hinsichtlich der verschiedenen Entwicklungsstufen. Also gerade wenn es dann in Richtung erwachsenere Unternehmen, so hatten Sie es ja formuliert, Frau Itze, geht, ist natürlich die Nähe zum Finanzmarkt und da haben wir in London ja einiges an Aktivität in diesem Bereich, natürlich ein wichtiges. Und das würde ich sagen, ist ein Punkt, wo die beiden Standorte sich ein bisschen unterscheiden. Der andere ist, dass in Berlin, glaube ich, diejenigen Unternehmen, die ein bisschen mehr Leute brauchen und ein bisschen mehr Platz brauchen, es sich ein bisschen länger leisten können zu überleben, als das in London der Fall ist, weil die Lebenshaltungskosten da doch noch mal ein ganzes Stück höher sind. Aber das ist eher so eine Seitennotiz. Prima, das erstmal zum Einstieg, kommt gleich auch in die Inhalte. Jetzt möchte ich noch Pavel Hudzinski, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, vorstellen, Gründer und Geschäftsführer. Er ist ein richtiger Start-up-Investor, vor allen Dingen Frühphasenfinanzierung, habe ich gelesen, sind weltweit aktiv, investieren mal ein paar Tausend, aber auch mal eine Million, ist ja sehr anständig. Sie sind unter anderem auch bei der Kredit-Tech engagiert, habe ich gelesen, bei Helping, für alle, die im Haushalt noch mal ein bisschen Hilfe brauchen, oder auch bei Automile, waren aber früher auch im Investmentbanking und ich habe von Ihnen gelesen als Zitat, glücklicherweise bin ich dann doch kein Investmentbanker geworden. Liegt das nur daran, dass Sie ungern Krawatten tragen oder was hat es mit dem Zitat auf sich? Ja, danke schön. Ein Investmentbanker ist am Ende des Tages ein Dienstleister und was wir hier machen, ist wirklich mitgestalten von dem Technologiemarkt, der uns allen so wichtig ist und der sich, wie Sie, wie Herr Habich und Frau Itzer gesagt haben, in Berlin, Deutschland und Europa insgesamt in den letzten Jahren super entwickelt hat. Allerdings sehr interessant, was Herr Kauder vorher gesagt hat mit dem Bäcker, das machen wir immer noch so, das sind keine Algorithmen und keine Checklisten, sondern das ist wirklich ein sehr persönliches Geschäft und ich denke, die Rahmenbedingungen für dieses Geschäft in Deutschland sind leider nicht, entsprechen nicht den internationalen Standards. Okay, da sind wir jetzt steigen Sie gleich in die Inhalte ein, da kommen wir jetzt drauf. Vielleicht fangen Sie dann gleich an, wo stehen wir denn da heute und was sind aus Ihrer Sicht die 2 bis 3 wichtigsten Punkte, die wir ändern müssen? Also ich glaube, was feststeht, ist, dass die Welt so Berlin jetzt gemerkt hat und das Interesse international jetzt gestiegen ist, auch hier in Technologieunternehmen über die hiesigen Venture Funds zu investieren. Allerdings, wenn man sich vor allem das steuerliche Umfeld rund um Venture Capital Funds anschaut, ist das etwas, was für die international erfahrenen Investoren eher untypisch ist und sehr unsicher klingt, was manche davon ganz abhält, sich in Deutschland zu engagieren, manche dazu bringt, über Umwege und über teure Strukturen das zu tun, oder manche dazu bringt, die Investmentgesellschaften in Deutschland dazu zu animieren, über ausländische Strukturen aktiv zu sein, was dann, glaube ich, auch nicht im Interesse des Standorts ist. Also ich glaube, der Punkt hier ist, glaube ich, der vermögensverwaltende Status, die steuerliche Transparenz, die für Venture Funds weltweit eigentlich als Standard gilt, ist in Deutschland ziemlich unsicher und so eine Grauzone, die schwierig zu durchleuchten ist, vor allem für Leute, die damit nie so viel Erfahrung haben hier. Und das ist etwas, was eindeutig einen Nachteil, einen Standortnachteil darstellt.
Ich hoffe, das Finanzministerium hört da gut mit. Wir hatten heute Morgen eine Runde, wo wir genau über den Punkt diskutiert haben. Die sagen immer, wieso, wir haben da doch so ein BMF-Schreiben. Ist ja, genau. Und dieses BMF-Schreiben interpretiert jeder anders. Und keine Anwaltskanzlei kann mit Sicherheit sagen, was das bedeutet, wie man sich dazu verhalten hat und was man darf, was man nicht darf. Und ein amerikanischer professioneller Fonds, der wird auf sowas sich nie verlassen. Das funktioniert eigentlich, aber vielleicht doch nicht. Und dann ist es ein Problem, ein Gesprächsthema kostet viel Geld, unnötig. Okay, ja. Danke erstmal, Herr Habich, aus Ihrer Sicht. Wo stehen wir heute, was sind die 2 bis 3 wichtigsten Punkte aus Ihrer Sicht, die wir angehen müssen oder die Sie an unserer Stelle angehen würden? Ich glaube, wie eingangs erwähnt, die Fortschritte, die Deutschland... Bisschen näher ans Mikrofon vielleicht. Die Fortschritte, die Deutschland insgesamt gemacht hat, rund um das Thema Gründungen, Gründungsförderung, Gründungsfinanzierung etc., sind aus meiner Sicht wirklich bemerkenswert. Und ich glaube, da kann man sich auch ein kleines bisschen ruhigen Gewissens auf die Schulter klopfen. Das ist also auf jeden Fall ein Grund zur Freude. Ich glaube, wichtig ist es von hier aus, das Ganze auf das nächste Level, wie man so schön im Englischen sagt, zu heben. Wenn man denn sagt, langfristig ist das ein entscheidender Wettbewerbsparameter, der dafür entscheidend sein wird, wie in der Zukunft verschiedene Regionen, verschiedene Länder miteinander im Wettbewerb stehen, beziehungsweise auch die EU mit den USA sich vergleicht. Da wird häufig das Beispiel des Silicon Valley natürlich herangezogen in den USA, wo das alles so wunderbar läuft. Und da kann man in verschiedene Punkte einsteigen. Ich würde gerne 1, 2 herausgreifen, die in die Richtung gehen, was ist denn da anders und was sind, glaube ich, Treiber, die auf der deutschen Seite wirklich helfen können, das Ganze auf den nächsten Schritt zu heben. Wir hatten es vorhin schon angesprochen, es gibt eine Reihe von Unternehmen, die sich von dem kleinen Level auf das mittlere, auf das langsam größer werdende Niveau entwickelt haben. Und das ist erfreulich. Ich glaube, es gibt umfangreiche Programme, mehr Gründungen und mehr Gründerinnen und Gründer dazu zu bewegen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Was ich glaube, der nächste Schritt ist, hier wirklich anzusetzen und diejenigen, die da über diesen ersten Schritt hinaus sind, dabei zu unterstützen, das Ganze wirklich groß zu machen. Und dazu gehört zum einen natürlich das Thema Zugang zu Kapital. Wir hatten vorhin schon mit Herrn Schützinski kurz angesprochen, der Zugang von internationalem Kapital, internationalem Risikokapital, das bereit ist, diese Risiken zu nehmen. Und Herr Kauder hat es am Eingang ja in Hinsicht auf das Thema Kreditvergabe etc. auch angesprochen. Wir reden über echtes Risikokapital, was gebraucht wird und was im Zweifelsfall auch einfach mal, das muss man so drastisch sagen, im Zweifelsfall weg ist. Insofern müssen Investoren à la Couleur da schauen, dass sie ihr Portfolio weit streuen, dass sie das international weit streuen etc. Und sich dementsprechend aufstellen. Wenn man sagt, dass ein Unternehmen wie Facebook, ohne dass ich die genauen Zahlen im Kopf habe, ungefähr 2 Milliarden Dollar an Kapital hat raisen können, bevor sie an die Börse gegangen sind, sprich also Investoren, die wirklich, und da reden wir nicht über Bewertung, sondern wirkliches Cash-Geld ist in dieses Unternehmen geflossen, dann ist das etwas, was in der Form wir in Deutschland gegenwärtig mit Sicherheit noch nicht sehen und darstellen können. Und die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass diese Art von Risikokapital seinen Weg hierher findet, glaube ich, ist eine der Herausforderungen, vor denen wir alle gemeinsam stehen. Der weitere Punkt, der in die ähnliche Richtung geht, ist derjenige des Skalierens der Geschäftsmodelle, wie man das so schön auf der Startup-Seite oder in der Startup-Welt nennt. Sprich also von einem kleinen auf ein mittelgroßes, auf ein großes Unternehmen zu gehen und dabei, das ist bei einer Vielzahl der Fälle ja so, davon zu profitieren, dass man eben mit sehr geringen Grenzkosten ein Unternehmen über die große Frist dann entsprechend aufbaut. Der amerikanische Markt ist mit seinen Nutzern in all seinen Formen einer, den man auf einmal ansprechen kann. In Europa oder in Deutschland macht man zuerst dann mal an der
deutschen Grenze in Richtung Österreich-Schweiz Halt und dann geht es darüber hinaus in Teilen je nachdem weiter oder auch nicht. Natürlich ist das auch in Konsumerpräferenzen in verschiedenen Sprachen und in verschiedenen Befindlichkeiten begründet und die wollen wir natürlich in der europäischen Gemeinschaft nicht im Entferntesten irgendwo abschaffen, ganz im Gegenteil, aber sicherzustellen, dass in Hinsicht auf alle sonstigen finanziellen, regulatorischen Themen da derartige Skalierungen möglich sind, glaube ich, ist der andere Punkt, der aus meiner Sicht da insbesondere zu beackern gilt. Okay, vielen Dank erstmal. Frau Itzer. Berlin hat es ja schon relativ weit gebracht, aber trotzdem. Gibt es noch ein paar Punkte, an die man ran sollte? Ja, auf jeden Fall. Und ich kann da unmittelbar anschließen an Herrn Habeck. Er hat darauf verwiesen, ja, es gibt umfassende Förderprogramme. Die sind auch gut und richtig. Nur Zuschussprogramme wie auch der Investzuschuss, den ich begrüße, aber der im Ergebnis sicherlich nicht die Effekte haben wird wie ein funktionierender Kapitalmarkt. Und ich sage das bewusst auch, weil ich beispielsweise hier in Berlin auch öffentliche Fördermittel in VC-Fonds, die ich über die Investitionsbank des Landes beziehungsweise deren Beteiligungsgesellschaft laufen lasse. Dadurch kann man natürlich bei öffentlichen Mitteln ein Leverage erreichen, weil öffentliche Ressourcen ja immer zu knapp sind. Man kann vor allen Dingen auch erreichen, dass von vornherein private Investoren mit an Bord sind. Aber letztendlich wird die öffentliche Förderung nie der Schlüssel und nie der Königsweg sein, um Start-up-Unternehmen wirklich wachsen zu lassen, sondern dazu braucht es einen funktionierenden VC-Markt und dem haben wir bislang immer Hürden, Barrieren entgegengesetzt in Deutschland und die geht es herunterzureißen. Und das sage ich bewusst auch von einem Standort aus, an dem im vergangenen Jahr 2,2 Milliarden Euro an Venture Capital geflossen sind. In der ersten Jahreshälfte hat Berlin erneut fast 1,5 Milliarden an Venture Capital Investitionen verzeichnen können. Aber unsere Start-ups sind weiterhin hungrig. Es kommen viele internationale Fonds inzwischen nach Berlin. Einige haben eigene Büros hier eröffnet. Ich sehe aber beispielsweise, dass das klassische deutsche Family Office um deutsche Investitionen einen Bogen macht, sondern, Sie hatten es schon angesprochen, Herr Schudinski, eher den Weg über den internationalen Markt geht, um das Kapital dann in Deutschland wieder zu investieren. Und der Mangel an institutionellem Kapital ist auch jedem hier bekannt und wir haben auch bis heute keine Regelungen finden können, um hier wirklich voranzukommen. Und deshalb sage ich auch, die Legislaturperiode im Bund ist so weit fortgeschritten, dass man immer mal wieder an den Koalitionsvertrag erinnern muss. Damals hieß es ja, international wettbewerbsfähige Bedingungen für Venture Capital müssen geschaffen werden. Wir haben aus Berlin heraus eine Bundesratsinitiative im vergangenen Jahr gestartet mit den wesentlichen Eckpunkten, die damals vereinbart waren. Die Kollegen Finanzminister haben freundlicherweise dafür gesorgt, dass auch diese Bundesratsinitiative inzwischen in Ausschüssen lagert. Und deshalb bin ich froh, dass es hier zumindest seit September wieder auf Bundesebene durch ein Eckpunktepapier den Anlauf gibt, Rahmenbedingungen zu verändern. Und manchmal wären es ja nur kleine Stellschrauben. Auch hier hat Herr Schubedinski bereits darauf hingewiesen, wenn man allein die Beteiligungsfonds als vermögenverwaltend einstufen würde und dies verbindlich und nicht immer darauf verweisen würde, da gäbe es doch Rundschreiben des BMF. Wenn man es will, kann man es auch ins Gesetz schreiben.
Und das Thema Streubesitz, auch das ein Thema, das ja dazu geführt hat, dass ich manchmal den Eindruck habe, hier versteckt man sich dahinter, dass eine Entscheidung letztendlich, eine Gerichtsentscheidung Handlungsbedarf reklamiert hat. Und nun wird Streubesitz seit geraumer Zeit hoch und runter diskutiert. Mit der Folge, jetzt gibt es den ersten Gesetzentwurf, der gleich aufgrund seines Regelungsinhalts auch als Anti-Angel-Gesetz bezeichnet wurde. Die Bundeskanzlerin hat dankenswerterweise angekündigt, der Tötungsvorgang sei im Gange. Ich hoffe, das ist so der Fall. Denn in der Tat, wenn wir hier wieder Rahmenbedingungen, die für Venture Capital bestehen, verengen, dann werden wir sicherlich auch hier noch einmal einen negativen Effekt auf die Gründerszene haben. Insofern würde ich mir wünschen, dass hier zumindest Ausnahmeregelungen geschaffen werden könnten für den Start-up-Bereich. Und Ähnliches gilt auch für das Thema Verlustbeschränkungen oder Verlustvorträge. Ein Feld, das insbesondere oder ein Thema, das insbesondere wichtig ist für solche junge Unternehmen, die lange Vorläufe auch bis zum Marktzugang haben, also die hohen Forschungsentwicklungsaufwand haben. Bio, Medizintechnik, auch eine starke, die ich hier am Standort Berlin wahrnehme, mit den Verlustverrechnungsbeschränkungen gibt es keine Finanzierungsbasis für solche Unternehmen am Standort. Und insofern, ich weiß, dass ein beihilferechtliches Problem bestehen soll, da wird ja immer vom BMF drauf verwiesen. Ich kann nur sagen, wenn ich in Brüssel Gespräche führe, bekomme ich immer den Hinweis, ja, da ist eine Beihilfeproblematik, aber diese ist lösbar. Insofern würde ich mir wünschen, dass wir die Beihilfeproblematik in Deutschland nicht ernster nehmen als in Brüssel. Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht sagen, beim Eckpunktepapier, wenn Sie das genau lesen, hat die Regierung und Herr Meister hat uns heute Morgen nochmal versichert, das Eckpunktepapier ist im Moment höherwertiger als der Diskussionsentwurf vom Investmentsteuergesetz. Da steht immerhin drin, es wird so lange nicht kommen, bis sichergestellt ist, dass junge, innovative Unternehmen EU-konform ausgenommen werden können. Also insofern vertrauen wir im Moment mal darauf, dass das auch gilt. Insofern habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass zumindest bei den Streubesitzdiskussionen, dass wir da einigermaßen sicher rauskommen. Herr Wodinski, Sie hatten auch schon gesagt, also diese steuerlichen Rahmenbedingungen, ist steuerlich für Investoren, die nach Deutschland kommen, ist das Steuerregime hier ein wesentliches Thema oder würden Sie sagen, naja, das ist eigentlich jetzt nicht ein wesentliches Thema? Also Frau Isa hatte ja schon mit den Verlustvorträgen angefangen. Also wir haben zum großen Teil gestammtes Kapital, was wir in Deutschland investieren, aus den USA und anderen Ländern. Und das ist eigentlich bei jedem der Investoren ein Gesprächsthema. Und ist auch mehrfach passiert, dass sie dann das sehr interessant fanden, wie das hier geregelt ist und dann irgendwelche Zwischenvehikel in Luxemburg einschalten mussten. Am Ende hat das Kosten verursacht und das den ganzen Prozess ausgezögert. Und vielleicht bei Fonds, die sie nicht so gerne hatten wie uns, haben sie dann, war das ein extra Minuspunkt, der dazu geführt hat, dass sie dann das Investment doch nicht getätigt haben. Also auf jeden Fall ist es ein Thema. Ist es immer ein Knockout-Kriterium, würde ich nicht sagen, weil das manchmal schaffen, aber es ist immer negativ und unnötig. Ist ja riskant genug, was wir machen. Ja. Noch ein weiteres Risiko dann dazu zu fügen, ist, glaube ich, nicht notwendig. Würde ich absolut unterstreichen. Wir hoffen darauf, dass wenn wir diese EU-konforme Ausnahmeregelung für die Streubesitzgeschichte haben, dass wir dann auch das gleiche Vehikel in etwa jedenfalls nutzen können, um an die Verlustvorträge ranzukommen. Das wäre natürlich ganz genial, wenn wir das hinkriegen könnten. Da arbeiten wir jedenfalls dran. Herr Habich, vielleicht, es wird auch immer diskutiert, naja, in Deutschland, wir sind eigentlich auch eine risikoaverse Kultur. Ich sag mal,
Wie ist das mit der Gründungskultur? Müssen wir auch kulturell was tun? Was machen die Engländer anders oder diejenigen, die, Sie leben ja im Ausland, wo hapert es bei uns am meisten? Wo würden Sie ansetzen, um vielleicht auch kulturell was machen? Investieren Sie auch, wenn jemand kommt und sagt, ich habe jetzt gerade hier eine Pleite hingelegt, aber jetzt habe ich eine ganz tolle neue Idee und würde jetzt doch mal richtig anfangen. Ist das zum Beispiel ein Teil des Themas? Würden Sie dann auch sagen, ja, machen wir? Aus meiner Sicht ist es so, auch in Hinsicht auf diesen kulturellen Aspekt hat sich Deutschland schon um einiges in die richtige Richtung bewegt. Ein wichtiger Punkt, und das kam eingangs von Herrn Kauder ja auch aufgezählt, ist da natürlich die Komponente, dass im Moment Geld auf der Kreditseite so günstig ist und dass im Umkehrschluss die Möglichkeit, Geld als Privatperson, als Unternehmen oder auch als wie auch immer Institution anzulegen, relativ unattraktiv ist, weil man einfach nur relativ geringe Zinsen bekommt. Und dementsprechend machen sich viele Leute Gedanken, wo kann denn da die Reise hingehen und überlegen sich entsprechende Optionen auch auf der kleinen Basis zum Teil oder aber auch größer in die Richtung von Risikokapital. Also das ist mit Sicherheit ein Faktor, der da eine große Rolle spielt. Der andere greift so ein bisschen das Thema der steuerlichen Berücksichtigung auf. Und da gibt es ja in Deutschland auch die eine oder andere Initiative. Ich kann aber aus eigener Erfahrung berichten, dass zum Beispiel in England dort auch die Maßnahmen durchaus noch ein bisschen weitergehen und der bewusste Versuch damit gegangen wird, diese Art von Risikokapital, die also wirklich derartig stark im Risiko steht, dass das Geld mit einer nicht ganz kleinen Wahrscheinlichkeit weg ist, versucht abzufedern in Hinsicht auf 25, in Hinsicht auf 50% Steuernachlass, je nachdem, wie das Ganze am Ende ausgeht oder Abzugsfähigkeit. Also da gibt es, glaube ich, durchaus noch was zu tun. Und ich würde insbesondere auf die Agenda gewissermaßen setzen wollen, Mein eigener Eindruck, dass sobald wir in einer Welt leben, wo denn dann Zinsen auch wieder beginnen zu steigen, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber sobald das der Fall ist, würde ich vermuten, nimmt die Bereitschaft, in diese risikoreicheren Varianten zu investieren, mit Sicherheit auch wieder ab und entsprechende Überlegungen mit einzubeziehen, um das abzufedern, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den man da auch im Kopf haben sollte. Der Ralf Brinkhaus lächelt mich so an. Ich weiß nicht genau, ob er was sagen will oder ob er sagen will, die Uhr ist schon weit fortgeschritten. Das Weitere. Okay, dann würde ich vielleicht sagen, vielleicht noch eine ganz kurze Abschlussfrage an jeden Einzelnen und dann machen wir Schluss und gehen weiter. Herr Budinski, eine Frage an Sie. Die Banken von heute, werden das auch noch die Banken von morgen sein? Als Credit Tech Investor? Nein, also teilweise, die Welt braucht ja Banken, aber nicht so, wie die sind vielleicht. Okay, da wird Herr Fahns schon sicherlich gleich dann auch noch was zu sagen. Und Frau Itzer, vielleicht auch noch eine Abschlussfrage. Wenn Sie in die Schule gehen in Berlin, reden Sie dann auch mit den Kindern, ob Sie mal ein Unternehmen gründen würden? Oder müsste man das vielleicht häufiger tun? Also wir haben Schülerunternehmen inzwischen als Senatswirtschaftsverwaltung, die wir befördern. Das wird nicht gespielt, sondern die gehen wirklich ins Risiko. Wir haben Banken an deren Seite. Ich würde mir noch mehr Start-ups, mehr Business Angels wünschen, die dieses Projekt mit unterstützen. Aber insgesamt, ja, wir haben inzwischen einen Spirit von Entrepreneurship in der Stadt, von dem ich fast behaupten würde, er ist einzigartig in Deutschland, eben auch durch die starke Internationalisierung dieses Gründerstandorts bekommen wir auch eine Kultur hinein. Ja, man darf auch scheitern. Das ist ein Signal, das ja in Deutschland eher ungewöhnlich ist. Hier ist es klar so angelegt, weil wir eben Investoren haben, viele US-Fonds, die hier sind, die klar sagen, wenn sie mir den gescheiterten Gründer zeigen, muss ich bei dem zumindest nicht die Fehler bezahlen, die er schon hinter sich hat. Wunderbar, vielen Dank. Dann die Abschlussfrage ins Publikum. Wer von Ihnen, wir machen eine kleine Umfrage, war schon mal an einer Gründung, in welcher Form auch immer, beteiligt?
Okay, das macht uns Mut. Insofern vielen Dank für die Diskussion an die drei Panel-Teilnehmer und wir sind gespannt auf die weiteren Themen, die wir noch angehen. Vielen Dank. Ja. Philipp, ganz herzlichen Dank für die Moderation. Wir haben vieles mitnehmen können. Das nächste Panel geht dann also in den klassischen Bereich rein. Ich denke, Herr Chudzinski hat schon eine schöne Vorlage gegeben für das Panel von Antje Tillmann. Antje Tillmann ist unsere finanzpolitische Sprecherin und damit für alles verantwortlich. Für Steuern, aber auch für Unternehmensfinanzierung. Und dementsprechend ist sie ja eigentlich auch genau die richtige Moderatorin jetzt für diese Geschichte. Und Antje, bitteschön. Dankeschön. Ich bin ja dankbar, dass du sagst, verantwortlich und nicht schuld, aber im Zweifel sind wir auch immer schuld. Wir haben 35 Minuten für bankengestützte Finanzierung, das ist ambitioniert, aber wir werden die Herausforderung annehmen. Das tue ich zusammen mit Mathis Kocheda ganz rechts von mir. Den Namen Mathis kenne ich überwiegend aus der Literatur. Mathis ist nämlich der Vater von Ronja Räubers Tochter. Und Mathis führt in mehrerer Generation ein sehr erfolgreiches Familienunternehmen in der Branche Räuberei. Das tun Sie nicht, Herr Kocheda. Sie sind Geschäftsführer seit 1981, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Schmidt und Hensch und GmbH und Co. KG, ein Unternehmen, das sich auf optisch-elektronische Messtechnik spezialisiert hat. Fünfte Generation und Sie sind dazu auch in mehreren internationalen Branchengremien tätig. Schön, dass Sie mit dabei sind. Jetzt ist der Räuberhauptmann schon besetzt, obwohl das für einen Banker auch gut gepasst hätte. Georg Fahrenschon hat sich dann eher auf den Drachentöter spezialisiert mit seinem Namen. Georg Fahrenschon hat als Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes in diesem Jahr turnusmäßig die Federführung in der deutschen Kreditwirtschaft inne. Wir waren bis 2007 zusammen Kollegen im Bundestagsfinanzausschuss. Danach ist er ins Land gewechselt, erst als Staatssekretär, dann schließlich als bayerischer Finanzminister. Ich freue mich auch mit dir heute wieder die Diskussion zu führen. Und der dritte in der Runde, rechts direkt neben mir, Herr Professor Dr. Stefan Paul. Herr Professor Paul ist seit 15 Jahren Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Kreditwirtschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Sein Forschungsfeld ist die Regulierung, das Risikomanagement und die Absatzpolitik von Kreditinstituten sowie die Mittelstandsfinanzierung. Und Sie sind mehrfach ausgezeichnet worden als Lehrstuhl des Jahres. Vielleicht finden Sie eine Gelegenheit, bei den Fragen auch zu erzählen, wofür Sie da ausgezeichnet worden sind. Ich freue mich auf die Debatte und Herr Professor Paul, wir fangen direkt an. Sie haben einen Ihrer Artikel in der Juni-Börsenzeitung zu den sogenannten Fintech unter die Überschrift gestellt, Angriff ist die beste Verteidigung und haben gleichzeitig Bill Gates zitiert, Banking is necessary, banks are not. Brauchen wir Banken? Ja, herzlichen Dank erstmal dafür, dass Sie mich nicht auch eingereiht haben in der Räuberstory. Professoren scheinen da noch ein besseres Image im Moment zu haben als die Banker, aber das ist ja auch volatil, also schauen wir mal. Zurück zu Ihrer Frage, ganz kurz vielleicht, was sind die Fintechs und dann beantworten sich die Dinge, glaube ich, auch. Unter Fintechs, Lehrbuchantwort jetzt zunächst mal, würden wir ja Dienstleister verstehen, die sehr stark technologiegetrieben unterwegs sind, die als Vertriebswege fast ausschließlich setzen auf das Internet und auf ein Endgerät wie das Smartphone und die sich, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, eben einzelne Bankfunktionen herausgreifen. Im Gegensatz zur klassischen deutschen Universalbank, mit der wir hier alle sozialisiert wurden sozusagen, findet ein Unbundling statt. Das heißt, man greift sich ein bestimmtes Geschäftsfeld heraus und wenn wir diese Vielzahl von Fintechs, die es gibt, ein bisschen clustern, dann sind es, glaube ich, vier. Es gibt diejenigen, die Zahlungsverkehr machen. Es gibt diejenigen, die eine Kreditplattform darstellen. Es gibt jetzt Anbieter, die auch Beteiligungskapital akquirieren und es gibt das weite Feld derjenigen, die im Vermögensmanagement unterwegs sind, wo sie also beispielsweise so als Follower dem Facebook-Prinzip folgend einzelnen Händlern sich anschließen können und das, was der macht oder die, das wird dann auch in ihr Portfolio gespiegelt. Also das sind vielleicht so vier Grundtypen der Fintechs. Wenn Sie jetzt den Artikel zitiert haben, Angriff ist die beste Verteidigung, dann wollte ich damit sagen, dass immer, wenn es um die Frage geht, was sollen denn die Etablierten tun, man sich natürlich fragen muss, wie können wir Wettbewerbsvorteile behalten oder erzielen? Und wenn es um Wettbewerbsvorteile geht, muss man anders oder besser sein als die anderen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, Fintechs zu kopieren oder zu imitieren, sondern sicherlich muss man manche Impulse aufnehmen davon, aber muss trotzdem seinen eigenen Weg finden. Und ich würde vielleicht drei Dinge erwähnen, die etablierte Banken von den Fintechs lernen können. Das erste ist für mich der Punkt, Banken haben einen ganz, ganz großen Schatz von Daten, aber Anwesende immer ausgenommen, sie machen relativ wenig daraus. Wenn wir uns anschauen, wie andere Branchen mit Daten umgehen, die allerdings auch eine
etwas andere Regulierung haben an manchen Stellen, müssen wir vielleicht nochmal drüber reden, dann glaube ich, sind die den Kreditinstituten im Hinblick auf das Big Data-Thema überlegen. Das zweite, Tempo. Diese Fintechs haben eine ganz andere, sagen wir mal, Grundgeschwindigkeit, als das die Kreditinstitute haben, können sie auch, weil sie neu starten, weil sie nicht die Lasten und Belastungen haben, die die Etablierten tragen, aber sie erweisen sich dort eben als viel marktnäher, weil sie schneller neue Lösungen umsetzen können. Diese Innovationsgeschwindigkeit, die müssten Kreditinstitute aufnehmen. Und das Dritte will ich mal in das Motto kleiden, weniger Barock, mehr Bauhaus. Die Fintechs zeichnen sich durch einfache, nicht im Sinne von zu schlicht, aber eben sehr kundenfreundliche Lösungen aus, die den Zugang zu Finanzgeschäften, die bei jungen Leuten nicht sexy sind, darüber sind wir uns, glaube ich, einig, eben sehr erleichtern, die die Hemmschwelle sehr absinken, Finanzgeschäfte zu machen. Und dadurch können sie am Markt punkten. Das sind, glaube ich, drei Dinge, die man lernen kann. Ihre letzte Frage war, wozu braucht man noch Banken? Ich glaube, die etablierten Banken haben vor allen Dingen in dem eine Chance, was dann wiederum die Universalbank ausmacht, was Beratungs- und Analyseintensives Geschäft ausmacht. Und um das nicht zu allgemein zu belassen, würde ich sagen, das ist im Firmenkundengeschäft insbesondere der Bereich, wo eine intensive Unternehmens- und Branchenanalyse notwendig ist. Das ist zum Beispiel bei Start-ups, das ist aber, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, bei der Industrie 4.0. Und das ist im Privatkundengeschäft, insbesondere bei dem Thema Vermögensmanagement und Altersvorsorge, ein Riesenthema. Und nur in dem Punkt würde ich Herrn Kauder widersprechen wollen, wenn ich das darf hier in diesen Räumlichkeiten. Ich gehe dann auch danach, aber ich glaube dann auch tatsächlich, dass die Krise eben noch sehr, sehr viel länger Auswirkungen haben wird als diese 10 Jahre, die er angesprochen hat, weil viele Verbraucher nach und nach merken, dass die Formen, in die sie lange Jahre investiert haben, wie zum Beispiel Lebensversicherungen, eben viel weniger bringen, als sie mal gedacht haben. Und diese Belastungen kommen ja erst viel später raus. Das heißt, wir leben alle noch viel länger mit der Krise, auch wenn natürlich diese akuten Aufwallungen nach und nach sich gelegt haben. Sie dürfen doch noch bleiben. Der Pieps von zwischendurch war übrigens unsere Schachuhr. Ich hatte angekündigt unseren Diskutanten, dass wir nach 3 Minuten hier klingeln. Für die erste Frage, finde ich, war es schon ganz gut im Rahmen. Herr Fahn, schon natürlich brauchen wir Banken. Allerdings nur 11,9% der deutschen Start-ups nutzen tatsächlich Banken in der Gründungsphase. Greifen sie nicht genug an? Also erstens mal nehme ich den Drachentöter, der tröstet mich auch über den Ellenbogencheck des Fraktionsvorsitzenden, was Landesbanken angeht, hinweg. Ich hätte sonst über IKB und Commerzbank reden müssen, aber das können wir uns dann in den Räumen auch sparen. Trotzdem beschäftigt mich natürlich die Fragestellung, warum ist die Rückkopplung vielleicht nicht so, wie man sich erwartet hätte. Hat sicherlich auch was damit zu tun, dass, wenn man sich die Entwicklung von regulierten Banken Geschäft und unregulierten Bankgeschäft ansieht, wir momentan eine Entwicklung haben, die meines Erachtens die Politik schon warnen muss, beschäftigen muss. Wir haben rund um die Weltbanktagung vor wenigen Tagen nochmal die Zahlen des IMFs nach oben gezogen. Der Anteil der Nichtbanken, das wird immer verniedlicht als Schattenbanken, das sind erklärte Angreifer und Positionierer, die sich im nicht regulierten Markt positionieren. Der Anteil dieser Akteure in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist in den Vereinigten Staaten von 2009 von ehemals 35% Anteil BIP auf 70% gestiegen. In Europa von ehemals 35% auf 65% gestiegen. Und in allen Schwellenländern per anno um jeweils 20% in den letzten 5 Jahren gestiegen. Das heißt, wenn man quasi unter politisch-regulatorischer Sicht sagt, wo sind eigentlich unsere Kunden, dann wird da meines Erachtens momentan auf einem Auge nicht gesehen, was sich da auch entwickelt. Und das hat eine Relevanz, denn die nehmen nicht nur einen größeren Anteil des Bruttoinlandsprodukts, sondern sie agieren auch. Und zwar vor allen Dingen in den Schwellenländern. Und zwar vor allen Dingen, weil es dort noch stärker nicht reguliert ist. Das gesagt, das muss man sich auch als deutsche Politik in der Relevanz die internationale Finanzmärkte, denn Banken sind sicherer geworden, das muss man ganz klar sagen, aber die Finanzmärkte nicht.
Und dieser Punkt, der wäre mir schon wichtig, der geht über unser Thema heute zur bankengestützten Finanzierung hinaus. Zur Studie und zur Unterlage erstens. Nur jeder fünfte Gründer nimmt überhaupt Bankdienstleistung, Finanzdienstleistung in Anspruch. Nur jeder fünfte. Die überwiegende Anzahl der Gründungen in Deutschland sind quasi aus dem Eigenkapital heraus. Das hat was Gutes und was Schlechtes. Aber es ist, man muss es quasi in der Betrachtung, darf es nicht unterpflügen. Zweitens, die Zahl, die jetzt aus dieser DMS-Studie entstand, die hat natürlich auch was mit der Fokussierung dieser Studie zu tun. Diese Studie setzt sich vor allen Dingen mit der Gründerfinanzierung in den Ballungsräumen in Deutschland auseinander. Dort herrschen andere Spielregeln wie in der Fläche. Und zweitens konzentriert sie sich sehr stark auf die echte Frühphasengründung, also wirklich Seed und Startup. Und da muss man zugegeben sagen, da spielen die Sparkassen und da spielt auch die klassische Kreditwirtschaft nicht die große Rolle. Wir sehen dennoch die Entwicklung eigentlich sehr positiv, denn für die Sparkassen kann ich sagen, wir haben im ersten Halbjahr plus 20% Kredite an den deutschen Mittelstand, an Gründer finanziert, vergeben. Wir machen also quasi unseren Job und für uns ist von großer Bedeutung, wir werden absehbar Partner dieser neuen Gründungsgesellschaften, wenn sie sich etablieren und wenn sie in der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde bei uns stehen. Und da fühlen wir uns auch sehr wohl. Herr Professor Paul, die deutsche Kreditwirtschaft versucht sich ja jetzt auch in Fintech. Glauben Sie, dass PayDirect Konkurrenz sein kann zu PayPal, Google Pay und Apple Pay? Oder ist die Zeit schon abgelaufen? Sicher ist es so, dass das PayPal schon hohe Marktanteile hat. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das System der Kreditwirtschaft hier punkten kann. Aber ich glaube, es ist nicht der Schlüssel. Das ist etwas Notwendiges, was die Banken unbedingt brauchen. Und wenn sie es nicht aufgebaut hätten, würden sie noch weiter zurückfallen. Ob das System selbst erfolgreich ist, kann ich nicht beurteilen, weil es ja noch gar nicht richtig der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Aber ich glaube, dass man sehen muss, dass man auf den anderen Feldern nicht den gleichen Rückstand erleidet wie im Zahlungsverkehr. Denn noch ist es so, dass im Kreditbereich und im Beteiligungsbereich die Fintechs mit relativ kleinen Volumina unterwegs sind. Aber diese wachsen sehr stark. Also so ähnlich wie eine Kugel auf der schrägen Ebene, die fängt langsam an zu laufen, aber dann wird die Geschwindigkeit eben immer höher. Und insbesondere im Kreditbereich, denke ich, kann man schon beobachten, dass die Fintechs deutlich am Marktanteil gewinnen. Und ich glaube, mal unabhängig vom Zahlungsverkehr, da hat man sich jetzt ja geeinigt, aber da muss man, glaube ich, schon aufpassen, dass man diesen Bereich sowohl was Privatkunden und Firmen und Kreditgeschäft angeht, als auch Firmenkundenkreditgeschäft, dass man da nicht Marktanteile verliert. Herr Fahnschon, Sie sind heftig kritisiert worden für Ihre Position, dass Sie mit PayDirect erst an den Markt gehen wollen, wenn die Sicherheit, Datensicherheit insbesondere, auch sichergestellt ist. Was fehlt Ihnen, um zu starten? Also ich habe einfach nur noch mal erklärt, die deutschen Sparkassen sind als der größte Spieler in der deutschen Kreditwirtschaft die einzigen gewesen, die überhaupt sich mit der Frage auseinandersetzen konnten. Bei 34 Millionen privater Girokonten quasi alleine eine Alternative zu entwickeln. Und das Recht haben wir uns auch rausgenommen. Das Recht wird sich jeder andere Marktführer in jeder anderen Branche auch rausnehmen. Und zum Zweiten werden wir jetzt darauf achten, dass die Anwendung tatsächlich auch besser als PayPal ist. Sie ist schon mal besser, weil sie andere Preise stellen wird. Und sie ist mit Sicherheit besser, einfach über den Wettbewerb dem Handel gegenüber. Und sie muss auch besser sein, bezogen auf die Handhabbarkeit. Denn das ist der eigentliche Kampf, der doch stattfindet. Wir erleben, dass neue Wettbewerber sich Teile der Wertschöpfungskette, die es im Zahlungsverkehr gibt, herausnehmen und an ganz bestimmten, wenn man so will, auch neuralgischen Punkten angreifen und den Kunden vermitteln, die Nutzung dieser Zahlungsverkehrsplattform wäre einfacher. Was sie allerdings nicht sagen, ist, dass dahinter ein Geschäftsmodell liegt, dass man sich nicht per Gebühr für diese Zahlungsverkehrsunterstützung bedankt, sondern über die Preisgabe seiner kompletten Zahlungsverkehrsaktivitäten. Und auch das wäre mal meines Erachtens ein
interessantes Thema für die Politik, vor allen Dingen allerdings auf europäischer Ebene, dass unter der Payment Service Direktive Nummer 2 momentan in Europa eine Zweiklassengesellschaft etabliert wird, dass die klassischen Banken in der Verpflichtung stehen, dem Verbraucherschutz folgend ihre Kundendaten quasi zusammenzuhalten. Und das ist auch richtig so. Und dass aber neue Wettbewerber quasi von der Europäischen Kommission eher noch aufgerufen werden, mit neuen Geschäftsmodellen bei nur einer Transaktion das Recht zu haben, die kompletten Zahlungsverkehrsaktivitäten unserer Kunden auszuleuchten, mitzunehmen und damit Zusatzgeschäft zu machen. Da wird mit zweierlei Maß gemessen und da wird am Ende auch der auf der einen Seite herausgearbeitete und auch vertretene Verbraucherschutz schlicht und einfach mit den Füßen getreten. Das kann eigentlich so nicht funktionieren. Herr Kucheda, haben Sie in den 5 Generationen Ihres Unternehmens schon mal über alternative Finanzierungsmaßnahmen nachgedacht, Fintech oder Crowdfunding oder Alternativen? Bisher haben wir als Mittelständler das noch nicht gemacht. Wir sind auch ein sehr etabliertes Unternehmen, wie Sie schon sagten, Frau Tillmann. Und als Räuberhauptmann will ich jetzt gar nicht in die Taschen der Banker greifen. Das machen wir ab und zu im klassischen Finanzierungssinne. Und deshalb liegt uns auch sehr daran, dass die Finanzierungsinstrumente funktionieren und vor allen Dingen, dass sie stabil sind. Ich will an 2 Dinge erinnern. Der Mittelstand in Deutschland als wichtigster Arbeitgeber ist auch der stabilste Kreditnehmer. Die Ausfallquoten im Mittelstand sind deutlich geringer als bei allen anderen. Und das, worüber wir hier reden und worüber, über deren Folgen wir heute hier reden, nämlich die Finanzmarktkrise, war nicht durch Kredite des Mittelstandes ausgelöst, sondern sie war durch eine falsche Politik ausgelöst worden. Herr Kauder hat es eingangs gesagt, es war die toxischen Wertpapiere oder verbrieften Papiere waren nur deshalb möglich, weil dahinter eine Politik stand, jedem ein Haus zu garantieren und die Hauspreise in den USA explodiert sind, worauf jeder meinte, er kann eigentlich nur noch Geld drucken und reicher werden. Das Thema Gelddrucken, das hatten Sie vorhin auch angesprochen, hat Herr Kauder angesprochen, hatte den Bernanke zitiert, halte ich persönlich für sehr gefährlich, um das mal deutlich zu sagen. Denn alles, worüber wir gerade reden, ist teilweise Folge der Geldschwemme, die wir erleben, der niedrigen Zinsen und auch der Alternativlosigkeit im Anlagebereich. Das heißt, das ganze Geld, was auch heute Anlage sucht, teilweise auch zu Recht in Family Offices, dann in Startups gehen sollte, ist deshalb so umtriebig, weil sie keine klassischen Anlagemöglichkeiten mehr haben, mit denen sie Geld verdienen können. Wir als Mittelständler, uns liegt vor allen Dingen daran, dass der Finanzmarkt transparent und stabil bleibt, dass genau das nicht wieder passiert, was mit der Immobilienblase und mit den toxischen Papieren passiert ist. Wir haben gesehen, dass beide Bereiche, also der Finanzmarkt und die Realwirtschaft, in der ich als Räuberhauptmann unterwegs bin, sich deutlich unterscheiden. Wir können uns es gar nicht leisten, instabile Finanzierungsinstrumente zu haben, und das war Ihre Frage. Wir brauchen langfristig verlässliche Rahmenbedingungen. Unsere Finanzierungen, mein Unternehmen ist über 150 Jahre alt, und unsere Finanzierungen laufen meistens 10 oder 20 Jahre. Und wir können uns nicht über kurzfristige Ziele, die wir teilweise vielleicht über Crowdfunding finanzieren könnten, finanzieren. Ein anderes Thema, was für den Mittelstand in der Regel enorm wichtig ist, ist, wir wollen unabhängig bleiben. Wir wollen im sogenannten Driver's Seat bleiben. Wir wollen die Möglichkeiten, die Gestaltungsmöglichkeiten nicht abgeben, sondern wir sind der Meinung, wir haben nur deshalb eine Existenzberechtigung, weil wir einigermaßen wissen, wo unsere Märkte hinlaufen und was wir zu tun haben und welche Finanzierungen in diesem Bereich notwendig sind und in welche Märkte wir uns neu begeben können und welche Innovationen für uns wichtig sind. Dort das Gespräch mit den Banken zu suchen und auch die Expertise bei den Banken zu finden, ist manchmal nicht ganz einfach, möchte ich da an der Stelle sagen, weil die Expertise gerade in den Nischen nicht vorhanden ist. Insofern hat Basel II vielleicht ein bisschen geholfen, auch die Transparenz der Unternehmen besser zu gestalten. Aber was nicht passieren darf, ist, dass die Regulierung der Finanzmärkte übergreift auf die Finanzierung der Realwirtschaft. Das wäre für uns ganz schlecht. Sie haben die Regulierungsmaßnahmen angesprochen. Wir haben ja in der letzten Legislaturperiode und auch in den letzten 2 Jahren eine ganze Reihe von Regulierungen im Bankensektor beschlossen. Herr Fahrenschon hat ja ein Sabbatical schon angefordert. Das BMF hat uns einen Evaluationsbericht vorgelegt, der auch in diesem Jahr noch besprochen werden soll, wo die Kosten für die Wirtschaft mit 453 Millionen Euro jährlich angegeben werden.
Trotzdem haben Sie gesagt, Sie brauchen einen sicheren Bankensektor. Merken Sie als Unternehmer bei Kreditaufnahmen diese Regulierung, die ja auch Kosten verursacht hat? Also wir haben ja in letzter Zeit als Mittelständler wenig Kredite nachgefragt. Die Kreditnachfrage in Deutschland zieht gerade wieder an, aber in den letzten Jahren war sie deutlich gering. Warum war das so? Ich denke mal, zum einen, weil wir versuchen, entweder aus dem Cashflow zu finanzieren, das heißt aus dem Eigenkapital heraus, oder dann über andere Vehikel, über Unternehmensanleihe und direkten Marktzugang versuchen, bessere Konditionen rauszukriegen, als wir das bei den klassischen Finanzierungsinstrumenten über die Banken bekommen. Insofern war die Nachfrage geringer. Ich will noch eins loswerden. Solange die Banken Unternehmensfinanzierungen, also der sogenannten Erwachsenenunternehmen, mit 30% Eigenkapital unterlegen müssen und Staatsanleihen mit null Eigenkapital unterlegen müssen, gibt es eine arge Diskrepanz. Und meine Sorge ist, dass diese Diskrepanz eben genau in das nächste Desaster führt, nämlich in die nicht eigenkapitalgedeckte Finanzierung von Staatsanleihen. Der Hinweis ist angekommen. Herr Fahn schon, das entspricht, glaube ich, genau Ihrer Vorstellung. Wie viele von den Daten, die Sie bei Bankenkrediten abfragen, sind Daten, die Sie nach oben weiterleiten müssen an die Aufsicht? Und wie viele von den Daten brauchen Sie, weil Sie hausintern Risikomanagement betreiben? Also wenn ich mir allein die Überlegungen, die jetzt die EZB und auch die Deutsche Bundesbank ventilieren, unter dem Stichwort Anna Credit ein weiteres Meldewesen zu etablieren, das von jedem Kredit 140, gegebenenfalls 170 Datenpunkte abverlangt. Dann müssen Sie sich vorstellen, die deutschen Sparkassen geben im Jahr etwa 40 Millionen Kredite aus. Das sind also 170 Datenpunkte, 40 Millionen Kredite. Das ist ein Datenwust, der alle erschlägt und der uns am Ende auch nicht davor schützt, dass trotzdem Fehlentwicklungen stattfinden. Denn die komplette Regulatorik der letzten 7 Jahre hat sich alleine aufs klassische Bankengeschäft gestürzt. Und damit ist da ein Mismatch. Wir kommen in eine Situation hinein, und das muss man sich schon klar werden, deshalb ist die Stimmung nicht so gut. Die klassischen einlagengestützten Systeme, das fängt bei den Lebensversicherern an, geht über die Bausparkassen bis hin zu Sparkassen, Volksreifeisenbanken und regional ausgerichtete Privatbanken, setzen sich damit auseinander, dass in den nächsten 5 Jahren weite Teile ihrer Erträge wegerodieren, Stichwort Niedrigzins. Und gleichzeitig müssen die kleineren Einheiten, vor allem diejenigen, die im ländlichen Raum stehen, die müssen sich mit der Regulatorik auseinandersetzen, die quasi für die Groß- und Investmentbanken der Welt gestrickt ist. Die kleinste Sparkasse sitzt in Niedersachsen, in Bad Sachsa. Die macht einen tollen Job, die ist stark an ihren Kunden, die ist stark an ihrem Mittelstand. Die hat 46 Mitarbeiter inklusive Auszubildende. Die muss dieselbe regulatorischen Overkill, denselben regulatorischen Ansatz darstellen wie die Citibank. Ja? So, und da stimmt was nicht. Und vor dem Hintergrund muss man sich darüber im Klaren sein, wir haben eine Ertragsproblematik bezogen auf Niedrigzins, der das klassische Bankgeschäft antreibt. Und wir haben ein Kostenthema bezogen auf die Kosten, die Regulatorik losgetreten hat. Und da fehlt uns die Mittelstandskomponente, die der Deutsche Bundestag auch dankenswerterweise angesichts der Rolle von CDU, CSU eigentlich in allen Branchen ausgeprägt hat. In der Bankenbranche ist sie nicht ausgeprägt. Da gilt one size fits all. Und da sagt der Kommissar zwar, das war falsch und es ist verkehrt, aber wir erleben es noch nicht in der Regulatorik, in der wir uns zu bewegen haben. Und wenn dann die neue für die Standardsetzung in Europa zuständige Agentur EBA mit Sitz in London jetzt anfängt und sagt, der für den Mittelstand hinterlegte vereinfachte Skalierungsfaktor, also die Hinterlegung in unseren Systemen, auch in der aufsichtsrechtlichen relevanten Systematik, dass ein Mittelstandskredit, weil er mit weniger Wahrscheinlichkeit ausfällt, auch mit weniger Eigenkapital hinterlegt werden muss, wenn der gestrichen wird, dann wird es angesichts unserer Rolle für die Kreditversorgung für den deutschen Mittelstand und angesichts der Rolle des deutschen Mittelstands für Innovation und Wachstum in Deutschland schwieriger.
Es gibt einen inhärenten Zusammenhang zwischen der Grundstruktur der kreditnehmenden Wirtschaft und der Grundstruktur der kreditgebenden Wirtschaft. Das ist die Stärke des deutschen Mittelstands und auch die Stärke von Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen für Deutschland. Und wenn dieses Verständnis quasi nicht gesehen wird und wir Rahmenbedingungen kriegen, die es Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken schwerer, wenn nicht sogar unmöglich machen, dem deutschen Mittelstand in der Fläche klassisch Kredit zu geben, dann ist es in erster Linie ein Thema der Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen und kleineren Privatbanken, aber es ist in eigentlichem Sinne ein Thema von Wirtschafts- und Strukturpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Das muss uns allen klar sein. Das ist uns klar, das kann ich hier an der Stelle auch nochmal sagen. Wir werden auch in diesem Jahr einen Antrag im Deutschen Bundestag beraten, wo es genau um diese Proportionalität bei Regulierungsmaßnahmen geht. Die Proportionalität steht eigentlich in jedem Gesetzentwurf drin. Wir geben dann aber die Einzelmaßnahmen aus der Hand, die müssen wir vielleicht auch wieder einfangen. Also auch dieser Hilferuf ist angekommen und ich kann auch nur bitten, aus Ihrer Sicht jeweils Regulierungsmaßnahmen zu überprüfen und uns an uns heranzutragen, wo Sie den Eindruck haben, dass Regulierung nicht mehr den Sinn erfüllt, den es eigentlich hätte. Herr Professor Paul, Regulierungsmaßnahmen ist auch Ihr Thema und Sie haben insbesondere darauf hingewiesen, dass die Wettbewerbsgleichheit in Gefahr ist, weil Europa anders reguliert als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten? Ich würde ganz gerne einen Satz noch sagen wollen zu der Kostenschätzung, die Sie auch eingebracht haben, diese 450 oder wie viel das auch immer sein mögen. Erste Anmerkung, ich glaube, diese Regulierungskosten sind sehr schwer zu schätzen. Das ist, glaube ich, der Betrag an direkten Regulierungskosten. Das kann man ziemlich genau bestimmen, wenn man Personal- und Sachaufwand der Banken nimmt. Dazu kommt sicherlich noch ein indirekter Aufwand durch die notwendige Veränderung von Geschäftsmodellen, durch die Verhinderung von Geschäft. Das ist eben schwerer zu quantifizieren. Also ich glaube, das ist schon mehr als die 450. Aber ob das zu viel ist, das kann man eben, glaube ich, schwer sagen. Ich glaube, auch die Kreditwirtschaft würde diese Kostenbelastung dann eher mittragen, wenn man besser verstehen würde, was eigentlich der Sinn der Regulierungsmaßnahmen ist. Und Sie selbst, Frau Tillmann, haben vorhin gesagt, wir haben ja in der letzten Legislaturperiode viel gemacht. Ich glaube, das ist gerade das Problem. Dass es so viele Einzelmaßnahmen sind, die einzelne Maßnahme an sich. Ich glaube, dahinter können sich ganz viele durchaus versammeln, auch aus den Banken. Aber das Zusammenspiel und das Gesamtvolumen, ich glaube, das ist ein Problem. Jetzt wird keiner verlangen, dass es eine Regulierung auf dem Bierdeckel gibt, weil dafür sind die Geschichten einfach zu komplex und zu kompliziert geworden. Dass man aber abspecken muss, das glaube ich schon. Und in der Hinsicht würde ich vielleicht mal ein bisschen überlegen, ob da ja keiner so genau weiß, wann die nächste Krise kommt und aus welcher Ecke sie kommt, ob man dann nicht viel mehr dafür sorgen muss, dass die Infrastruktur des Risikomanagements in den Banken eben ausgerichtet ist, woher auch immer der nächste Krisenimpuls kommen mag, ob man also die qualitative Aufsicht, die wir ja auch haben, deutlich verstärken sollte zugunsten dieser quantitativen, zu rechnenden Dinge mit irgendwelchen Anrechnungsfaktoren, die immer irgendwo willkürlich sind und wo wir ihnen in der Wissenschaft auch nicht sagen können, ob das jetzt 5% oder besser 10 oder 7,5% sind. Das ist immer Willkür. Also mein Plädoyer geht hier an die qualitative Aufsicht. Wenn Sie jetzt noch gefragt haben, was tut sich im puncto Wettbewerbsumfeld, eigentlich waren wir ja angetreten mit der Regulierung, gerade nach der Finanzmarktkrise, dass wir gesagt haben, Level Playing Field, also für alle gleiches Spielfeld, wie es auch gesagt wurde, für gleiches Risiko, am besten auf der ganzen Welt gleiche Regeln. Das haben wir nicht nur nicht geschafft, es ist eher noch schlimmer geworden. Die internationalen Unterschiede sind nach der Finanzmarktkrise eher noch gewachsen, weil wir ein sehr komplexes Paket mit Basel III in Europa mehr oder weniger identisch, auch da gibt es noch Unterschiede, eingeführt haben. Die Amerikaner haben das ganz bewusst nicht gemacht. Da gibt es manche Regeln, die sind ähnlich, andere Regeln sind sehr unterschiedlich. Und gerade mit dem, was die EZB beispielsweise jetzt tut, dass sie mit einem doch diskretionären Spielraum sehr individuell der jeweiligen Bank ganz bestimmte Kapitalquoten vorgeben kann, ruft einfach Unterschiede hervor, dass das für das eine Land anders als für das andere gemacht wird, dass das Vorgehen von Nord bis Süd und West- und Osteuropa eben nicht mehr gleich ist, dass ich eben sage, die Unterschiede in der Regulierung wachsen eher, als dass sie kleiner werden.
Wir haben Regulierung in der Vergangenheit ja nicht gemacht, weil wir Spaß dran hatten, sondern weil wir tatsächlich auch große Probleme hatten. Und leider sind die einen Probleme, wie zum Beispiel Staatenfinanzierung und die Bankenfinanzierung, durchaus auch gegensätzlich so viel zum Thema Staatsanleihen unterlegen. Das würden wir ja sehr gerne tun. Ich weiß nur nicht, welche Auswirkungen das auf Griechenland, Portugal, Zypern jetzt hätte. Wir haben eine Abschlussrunde zum Thema Industrie 4.0. Sie haben die Möglichkeit, in zwei Sätzen zu sagen, wie bereiten Sie auf das Projekt Industrie 4.0 in Bezug auf Finanzierung vor? Herr Kucheda, fangen Sie an. Also wir sind, 4.0 ist ja ein neues Hype-Wort. Wir machen die entsprechenden Technologien schon seit vielen Jahren. Also das heißt ja nichts anderes, als dass wir Sensoren vernetzen und mit den Steuerungssystemen verheiraten. Das ist schon lange unterwegs. Vielleicht dazu auch noch ein kleines Bonmot. Wir haben sowas vor 10 Jahren schon gebaut. Wenn wir die Automaten, die wir auch über Fernwartung dann schon auslesen konnten, installieren wollten, dann wurde eine Firewall aufgebaut und wir sind gar nicht in die Rechenzentren der Unternehmen reingekommen. Das ist so, das sind Sicherheitsprobleme, die damit zusammenhängen. Also 4.0 ist nicht schlagartig was Neues, sondern es ist eine sich evolvierende Technologie, die in vielen Ansätzen schon bei vielen Unternehmen und gerade auch im Mittelstand, der innovativ ist, vorhanden ist. Finanzierung deshalb auch nicht was Besonderes in dem Bereich, weil wir aus dem Cashflow finanzieren. Das heißt, wir packen 15% unseres Umsatzes übrigens in F&E rein, also eine enorme Quote. Es gibt natürlich interessante neue Projekte und da ist auch die Verbindung zu den Startups wichtig. Zum Beispiel über Systeme, Verfahren sichtbar zu machen, also die Unterstützung des Handlings von Systemen über Software und so weiter zu unterstützen. Dort gibt es unglaublich interessante Ansätze und wir fordern eigentlich als Mittelständler die engere Verzahnung zwischen den Technologien, die Startups bieten können und die sozusagen die erwachsenen Unternehmen bieten können. Also nicht den gleichen Fehler wie früher zu machen, die Old Economy von der New Economy abzugrenzen, sondern hier versuchen, Verbindungen einzugehen, dann wären wir auf jeden Fall besser. Ich würde zwei Punkte nennen wollen. Das erste, ich glaube, dass sich die Bonitätsanalysen der Kreditinstitute deutlich verändern werden, weil, Sie haben es ja eben gesagt, die Industrie 4.0 bringt sehr viel mehr Vernetzung und Kooperation mit sich. Und ich glaube, der Trend wird weggehen von der Analyse eines einzelnen Unternehmens als Kreditnehmer und sich viel stärker erstrecken auf Projekte, die von mehreren Unternehmen gestemmt werden und die eine Finanzierung benötigen. Das ist in den Standard-Rating-Verfahren der Banken im Moment, glaube ich, so nicht abbildbar. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, die Industrie 4.0, bedeutet eben auch, dass wir es sehr viel mehr mit weichen Kosten zu tun haben, mit Investitionen in immaterielle Dinge, also Software beispielsweise, in Schulung, Ausbildung, Know-how und auch Patente. Und das wirft wiederum Fragen auf für die Besicherungspolitik von Krediten. Die ist ja teilweise eben noch auf materielle Dinge orientiert und wird sich auch stärker zum Immateriellen hin wandeln müssen. Das mal zwei wichtige Punkte. Also ich glaube auch, dass wir an der Stelle einerseits eine Veränderung und mit einer Veränderung auseinandersetzen müssen und auf der anderen Seite aber gar nicht schlecht stehen. Erstens, was die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen angeht, da wissen Unternehmen, was für die Akteure in der Kreditwirtschaft von großer Bedeutung ist und es wird auch ganz sachgerecht durchdekliniert. Also Zukunftsfähigkeit bezogen auf die Marktsituation, bezogen auf die Produktbewertung und auch bezogen auf andere Dimensionen. Da stellen, glaube ich, die Akteure auf der Kreditwirtschaftsseite die richtigen Fragen und die Unternehmen arbeiten auch alle ohne Ausnahme daran, an diesem Thema was auf den Tisch legen zu können. Schwieriger wird es, wenn man quasi die Kreditvergabetechnik eintritt, das ist das, was Professor Paul gerade gesagt hat, nämlich welche Rolle können immaterielle Sicherheiten spielen? Und in den jetzt vorliegenden Rating-Systemen spielen die immateriellen Sicherheiten eine geringe, wenn nicht gar keine Rolle, weil sie natürlich mit der klassischen Auswirkung auf die Ertragskraft nicht korrelieren. Und da muss man sich was überlegen. Trotzdem, glaube ich, muss man klar sagen, das Thema ist auch in der Kreditwirtschaft angekommen und wir spielen da gut zusammen. So, wenn man jetzt aber einen Drachentöter einlädt, muss man auch sich mit Guerillametoden auseinandersetzen und deshalb ist mir schon nochmal wichtig,
Die Regulierung, die in den letzten 7 Jahren losgetreten wurde, die ist sachgerecht gemacht worden. Das bestreitet niemand. Aber man muss einfach erkennen, dass der Deutsche Bundestag Regulierung umgesetzt hat, die in Europa entwickelt wurde und die deshalb immer vom Kompromiss geprägt ist. Wir haben nicht in allen 46 Richtlinien, die das Europäische Parlament in den letzten 7 Jahren als Grundlage der nationalen Umsetzung gemacht hat, Zustände durchsetzen können, obwohl das Bundesministerium hervorragend gearbeitet hat und die Regierung hervorragend gearbeitet hat. Aber irgendwo ist überall der Kompromiss drin. Und deshalb haben wir jetzt eine Handvoll von Themen, die wir intensiv bearbeiten müssen, weil sonst wird es vor der Schippe duster. Das ist der Mittelstandsfaktor im Standard-Kreditrisiko-Ansatz. Das ist die Fragestellung, dass wir ein Thema haben, dass die Leverage-Ratio den Förderkredit auf einmal mit antreibt. Und der Förderkredit ist nun alles andere als quasi eigentlich mit Unsicherheit behaftet. Aber er macht natürlich für alle unsere Mittelstandskreditkonzepte einen wesentlichen Beitrag aus. Und diese Berechnung der Förderkreditkomponente ist nicht sachgerecht. Und es ist auch die Fragestellung, wie wir uns in der für Deutschland maßgeblichen Refinanzierungskultur, nämlich dass wir auf langfristige Finanzierung zum Vorteil setzen, dass sich da die Amerikaner auf internationaler Ebene durchgesetzt haben, die immer Angst vor langfristigen Bindungen haben, weil die sagen, in der langfristigen Bindung spielt zwar heute keine Rolle mehr, nachdem Frau Yellen andere Geldpolitik macht, aber da könnten ja Zinsanpassungen hinterlegt sein. Dieses Risiko wird international viel zu hoch bewertet und führt am Ende in der aktuellen Regulatorik, der sich alle Akteure in der deutschen Kreditwirtschaft zu stellen haben, zu einer Benachteiligung für den langfristigen Kredit. Die Rolle, die zum Beispiel eine besicherte Immobilie für die Kreditvergabe und die Einordnung angeht, das ist bei uns zu Recht eingeübt und auch ein wesentliches Teil für die Stabilität, die wir in der Verbindung zwischen den kreditwirtschaftlichen Akteuren und den Unternehmen haben. Die wird momentan quasi zum Nachteil ausgelegt. Und das sind Themen, die wir ganz dringend, da ist der Bericht eine gute Grundlage zu besprechen haben, weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass wir zu strukturellen Veränderungen im Finanzierungsgebaren zwischen klassischen Akteuren der Kreditwirtschaft und dem deutschen Mittelstand kommen. Und ich bin dankbar, dass Sie genauso engagiert uns auf dem Weg zu einer besseren Regulierung, vielleicht zu einer gezielteren Regulierung begleiten werden. Herzlichen Dank. Wir hier oben sind uns einig, Bill Gates hat Unrecht, Banken bleiben nötig. Wir werden Banken weiter positiv begleiten, auch gesetzgeberisch. Und ich glaube, ich darf jetzt in die Kaffeepause entlassen. Oder möchtest du das selber machen, Ralf? Nein, das darfst du machen. Vielen Dank, Antje Tillmann. Vielen Dank, meine Herren. Wir machen jetzt eine Kaffeepause. Wir werden so ab 20 vor beginnen, sie wieder hier reinzutreiben. Ich habe aber auch eins gelernt, dass eine Schachuhr vielleicht stilbildend für unsere Fraktionsdiskussion Kultur sein könnte. Denn wenn es alle 3 Minuten piept, dann wird die ganze Geschichte noch ein bisschen schneller. Vielen Dank, kommen Sie wieder. Wir haben also noch zwei sehr, sehr interessante Panels und jetzt guten Kaffeedurst. Wir sprechen jetzt über die kapitalmarktgestützte Unternehmensfinanzierung und der Leiter dieses Panels, Matthias Mittelberg, ist einer unserer ausgewiesenen Kapitalmarktexperten. Wer sich schon mal mit solchen Begriffen wie Anschleichen beschäftigt hat oder Delisting, der wird an Matthias Mittelberg nicht vorbeikommen. Also sein neuestes Meisterstück war, dass er es geschafft hat, das Delisting wieder zu regulieren, nachdem uns das mal kurzerhand ausgehebelt worden war. Aber wir sind ja schnell und hoffentlich auch gut in der Sache. Und Matthias, ich übergebe dir einfach mal jetzt das Panel. Herzlichen Dank, lieber Ralf. Ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viele hier im Raum sind, die unmittelbar für sich oder ihre Unternehmen das nächste Delisting planen. Insofern wünsche ich allen geschäftlich gute Verläufe schon mal vorweg. Ich darf die Teilnehmer unseres Panels vorstellen. Es geht ja jetzt hier um die kapitalmarktgestützte Finanzierung, die in Deutschland, da können Sie auch gleich was zu sagen, aber die in Deutschland, wenn man es mal ganz objektiv betrachtet, sicherlich etwas unterentwickelt ist. Und wir wollen einfach ein bisschen darüber sprechen heute, ob wir nicht hier und in welcher Form wir hier gegebenenfalls Nachholbedarf haben. Und dazu finden sich hier heute ein Herr Hans Bese, Vorstand Finanzen der Konstantin Medien AG. Herr Bese ist gewissermaßen, wie soll man sagen, Kunde, Patient, Opfer des Finanzmarkts, weil er einem Unternehmen vorsteht, das
an kapitalmarktgestützter Finanzierung interessiert ist, um solche anspruchsvollen Filmwerke zu produzieren wie Gib Gas, Ich will Spaß mit Nena oder auch, kennen wir alle, Fuck You Goethe, Nummer 1 und jetzt auch Nummer 2. Also das ist natürlich ganz wichtig, dass sowas auf den Markt kommt, von daher brauchen Sie die Finanzierung. Daran wird das schon deutlich. Und wenn er dann finanzieren will, geht er zu Herrn Fohler. Herr Fohler ist Leiter Debt Capital Markets der DZ Bank. Und Sie machen dann sowas wie Mittelstandsanleihen an den Markt bringen und darüber mittelständischen Unternehmen oder auch anderen Finanzmittel zu verschaffen. So, und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, treffen wir auf Alexander von Preysing. Herr von Preysing ist Deputy Head of Issuer and Primary Markets Relations. Also mal so kurz gefasst, Sie sind für alle Emissionen da so im Primary-Bereich, also im Anfängerbereich, sage ich mal, zuständig. Sowohl was Anleihen betrifft, aber auch was Börsengänge, was IPOs betrifft. Und jetzt würde ich vielleicht mal so machen, dass wir uns erst ein bisschen verschärft um den Bereich Anleihen kümmern und dann im zweiten Teil uns das Aktiensegment vielleicht noch ein bisschen mehr in den Blick nehmen. Bei den Anleihen wäre meine Wahrnehmung erstmal, es läuft ja eigentlich so ganz nett, Sie haben sich da ein paar Marktmodelle oder Elemente, Bond M, Entry Standard und Ähnliches, haben sich die verschiedenen Börsen überlegt. Da läuft nicht alles glatt, da gehen auch schon mal einige Unternehmen pleite, insolvent, was für die Kunden dann nicht so toll ist, die Anleihen gezeichnet haben. Aber die Frage an Sie wäre, meinen Sie grundsätzlich, dass in dem Bereich der Markt in Ordnung ist, dass dieses Segment vernünftig funktioniert oder gibt es da gerade an die Politik gerichtet vielleicht auch Anforderungen oder Nachholbedarf? Ich würde vielleicht erstmal Herrn Bese von der Kundenseite gewissermaßen ins Gespräch bitten. Ja, genau. Also die Constantin ist in der Tat auf beiden Seiten tätig. Also wir sind börsennotiert, sogar zweifach. Einmal in Frankfurt mit der Constantin Medien und dann eine Mehrheitsbeteiligung bei uns, die Tylight Communications, eine Schweizer Gesellschaft, ist auch in Frankfurt notiert. Nichtsdestotrotz haben wir als Constantin Medien auch jetzt schon unsere zweite Mittelstandsanleihe am Start. Seit einiger Zeit haben die erste abgelöst mit einer zweiten. Und ist es natürlich tatsächlich so, dass das Segment Mittelstandsanleihen in letzter Zeit in Deutschland ein bisschen zerzaust wurde. Das lag natürlich daran, dass es ein gehyptes Produkt war, ein Produkt, das sicherlich auch nicht optimal am Markt eingeführt worden war, weil wenn man sich das anschaut, im Prinzip Unternehmen dort an den Markt gedrückt wurden, natürlich auch stark durch Intermediäre herangeführt wurden, die dann im Wesentlichen über einen bekannten Markennamen beim Endverbraucher oder dem Endkreditgeber ihre Anleihen platzieren konnten, die dann alle in einem relativ engen Band zwischen 6-9% platziert wurden, also sicherlich nicht risikoadäquat in vielerlei Hinsicht. Und als dann eben der Markt feststellte, dass das entweder ein guter Unternehmensname alleine oder ein bekannter Unternehmensname alleine oder eine bekannte Branche wie erneuerbare Energien vielleicht doch nicht ausreicht, um ein solides Geschäftsmodell abzubilden, ist das ziemlich schnell implodiert. Und da haben sicherlich alle Beteiligten mehr die Gier in den Augen gehabt als eine nachhaltige Entwicklung des Marktes. Und wenn man es vergleicht mit anderen Wachstumssegmenten im Anleihenbereich, zum Beispiel in Nordeuropa, da ist sicherlich Nachholbedarf. Herr Fohler, Sie sind jetzt einer derer, die diese Schrottanleihen, hätte ich fast gesagt, da mit an den Markt gebracht haben. Nein, Sie natürlich nicht, Sie sind sicher nicht gewesen. Aber Sie können den Markt jetzt aus Ihrer Sicht vielleicht mal bewerten. Ja, herzlichen Dank, Herr Mittelberg. Also ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben als DZ-Bank. Und ich muss an der Stelle auch eine Lanze brechen für all die Banken, die sich klassischerweise das sogenannte Konsortialgeschäft auf die Fahnen geschrieben haben. In diesem Segment, was plakativ mit Mittelstandsanleihen gleichgesetzt wird, war meines Wissens keine Bank, die klassisches Konsortialgeschäft betreibt, vertreten. Und die Gründe sind sehr offensichtlich. Und von daher sind wir froh, dass wir eben dann auch, wir konnten es nicht vorhersagen, dass dieser Markt diese Entwicklung nimmt, aber letztlich haben wir es auch nie ausgeschlossen und leider auch dann hat die Zeit gezeigt, dass diese Sorgen zu Recht waren. Warum haben wir das nicht angepackt als klassische Konsortialbank oder als DZ-Bank für den Genossenschaftssektor? Das geht schlichtweg um Prospekthaftung und es geht um Beraterhaftung. Zwei Aspekte, die wir klassischerweise befolgen müssen, wenn wir solche Transaktionen generieren und versuchen dann auch zu platzieren.
Und an dieser Stelle hat dieses Konstrukt einfach Schwächen gehabt. In einem klassischen Anleihegeschäft unterzeichnen die Banken die Prospekte und sind damit auch in der Prospekthaftung. Und wir haben entsprechend auch Beraterhaftung zu leisten. Das haben nach meinem Kenntnisstand diese Segmente, insbesondere Plakativ Bond M aus Stuttgart, nicht gewährleistet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass darüber hinaus der Kapitalmarkt eben auch interessante Angebote an Produkten darüber hinaus für den Mittelstand bietet. Ich möchte hier neben der Anleihe auch eine Lanze brechen für das Schuldscheindarlehen, was in den letzten Jahren starke Volumenzuwächse bekommen hat. Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich auf das beste, zumindest zweitbeste Jahr an Volumensfragen zusteuern mit 13 bis 15 Milliarden voraussichtlichem Volumen in dem Segment, was ein klassisches Produkt für nicht gerätete Mittelständler ist. Werden wir sicherlich gleich im Detail noch drauf eingehen. Und ein großes Problem ist eben in diesem Segment grundsätzlich, dass Risikobewertung, wenn man etwas kauft, muss man Erfahrung haben. Gemeinhin haben das größere Einheiten und es wird schwierig, dass wenn man an den Endabnehmer Privatanleger denkt, dass der die gleiche Risikoeinschätzung vornehmen kann, wie das institutionelle Anleger können. Und damit hat dieses Segment der Mittelstandsanleihen gespielt und ist an der Stelle auch, die Gier hat das ganze Segment zu weit getrieben. Es gab gute Emittenten, die funktionieren, und es gab leider zu viele, die es dann in Misskredit gebracht haben. Wie können wir der Problematik, wie können wir da Abhilfe schaffen? Herr Fohler hat ja eben auch erwähnt, also es fehlt im Grunde eine Bank, die da kontrollierend eingreift, die als, was weiß ich, Gatekeeper oder so wird dann auch gesagt, die gewissermaßen, bevor da eine Emission stattfindet, die Sache nochmal prüft, in die Hand nimmt, dafür Verantwortung mit übernimmt. Oder auf welche Dinge kommt es da an? Was müsste passieren? Na, im Prinzip stimme ich dem zu, und wir als Deutsche Börse haben uns auch das Konzept überlegt und auch an einigen Stellen anders gemacht als unsere regionalen Wettbewerber. Und genau an diesem Punkt ist der Privatanleger eigentlich der entscheidende Faktor, um so eine Investitionsentscheidung zu treffen oder die Entscheidung, ob eine Anleihe börsenfähig ist oder nicht. Das haben wir auch als falsch gesehen. Es ist ohnehin bei der deutschen Börse so, dass der institutionelle Anleger unser Hauptkunde ist. Nichtsdestotrotz glauben wir nicht, dass wir den privaten Anleger komplett ausgrenzen sollten und ihn von vornherein völlig für unmündig erklären. Nur immer dann, wenn der Privatanleger an vorderster Front steht oder wenn er mehrheitlich der Investor ist, dann sehen wir es auch kritisch. Im Entry-Standard für Anleihen ist das Konzept immanent, dass ein Broker oder eine Bank, die bei uns Börsenmitglied sind, dass die Anleihe führen, dass also nicht der Unternehmer selbst, wie das eben an Regionalbörsen der Fall ist, so eine Anleihe an den Markt bringt. Das hat uns nicht davor geschützt, dass es nicht auch Ausfälle gab, aber bei weitem weniger. Ich denke, wenn man über Anleihen spricht, kleinerer und mittelgroßer Unternehmen, ich vermeide ganz bewusst den Begriff Mittelstand, weil das nicht alles mittelständische Unternehmen sind. Wir sagen lieber Junior-Anleihen dazu. Aber wenn man über solche kleineren und mittelgroßen Anleihen spricht, dann gibt es Ausfälle. Also wichtig ist, dass die Ausfälle nicht über dem erwarteten Maß liegen. Da können wir eigentlich für den Entry-Standard für Anleihen ganz gut bezeugen, dass das einigermaßen gut gelaufen ist und dass wir eine ganze Menge sehr erfolgreicher Emittenten in dem Segment drin haben. Also da würde ich plädieren dafür, dass man Kinderkrankheiten natürlich abstellt, wenn man Dinge erkennt, dass man aber so einem Segment durchaus auch Chancen gibt und nicht zu schnell es komplett verreißt, weil es hat durchaus eine volkswirtschaftliche Funktion, dass eben der Kapitalmarkt nicht nur für die ganz großen Unternehmen zur Verfügung steht, sondern auch für mittlere und kleine. Was können wir denn konkret tun, oder gibt es Aufgaben Richtung Gesetzgeber, da in irgendeiner Form nachzusteuern? Sie haben das Thema Prospekthaftung angesprochen. Herr Fohler. Also ich tue mich schwer, an der Stelle jetzt unmittelbar was zu fordern, weil wir haben eine Herausforderung, an der wir stehen, wenn wir über den klassischen Begriff des Mittelstandes bemühen. Wir haben letztlich, müssen die Unternehmen Informationen bereitstellen, damit letztlich solche Aspekte wie Prospekthaftung, Beraterhaftung erfüllt werden können von den vermittelnden Banken, von den Intermediären. Dafür braucht es eine bestimmte Größe und eine Infrastruktur, die das einzelne Unternehmen in seiner Finanzabteilung, in seinem Rechenwerk vorhalten muss. Je kleiner wir da werden, umso,
umso weniger wahrscheinlich ist das Instrument des Kapitalmarktes die Lösung. Oder das Unternehmen wächst eben weiter und ist dann mit dem Wachstum eben auch in der Lage, eine Infrastruktur vorzuhalten. Und da dann umgekehrt wieder zu reduzieren, von der Gesetzgeberseite geringere Anforderungen zu stellen an Prospekthaftung, birgt natürlich die Gefahr, dort wieder eine Tür aufzumachen, dass dann wieder mit Risiken vielleicht etwas fahrlässiger umgegangen wird und die nicht sauber bewertet werden. Also ich tue mich im Augenblick schwer darin, ein Kardinalproblem für eine Öffnung des Marktes zu sehen. Ich glaube schon, dass die bankengestützte Finanzierung, die wir vorhin in der Podiumsdiskussion hatten, bis zu einer bestimmten kritischen Masse funktioniert und auch die entsprechenden Finanzierungsmittel bereitstellt. Und dass wir einen Transmissionsweg darüber hinaus dann schon haben. Wir haben ein Stück weit ein Problem möglicherweise, wenn es um die Frage geht, nicht Kreditqualitäten, die nicht im sogenannten Investment-Grade-Bereich sind. Das ist das, wo der Schuldscheinmarkt, für den ich vorhin geworben habe, im Üblichen funktioniert. Dorthin die Tür zu öffnen für die klassischen Investoren in dieses Produkt hin zu Kreditqualitäten, die unterhalb des sogenannten Investment-Grade-Bereiches sind. Und das ist die Masse des deutschen Mittelstandes, nicht weil sie schlecht ist, sondern weil diese Algorithmen, die für Kreditbewertungen in allen Banken angewendet werden, unter anderem auch Größenabschläge vornehmen. Und der Mittelstand ist eben kleiner als VW und andere und wird deswegen schon in einer Art Sippenhaft genommen. Und da sind wir so ein bisschen in der Zwangsjacke, was Herr Kauder eingangs gesagt hatte. Naja, der Ortsbanker früher in seiner Heimat, der wusste, den kenne ich seit Jahr und Tag, das Familienunternehmen, der kriegt jetzt das Geld. Und wir haben jetzt einen regulatorischen, ein immer enger werdendes Korsett und müssen da durch mit Algorithmen, mit Bewertungssystemen, die eben zentral vorgegeben sind, die teilweise auch vom BaFin geprüft werden. Und das ist so ein bisschen das Problem. An der Stelle könnte man mehr machen, aber ich sehe nicht, wo der Gesetzgeber an der Stelle mehr machen kann. Wie sehen Sie das, Herr Wese? Ja, das sehe ich so ähnlich. Also vielleicht nochmal eine kurze Bemerkung zu dem Thema Investment Grade und Junk oder Non-Investment Grade. Das wird in der Diskussion ja mal so absolut gesehen, entweder oder. Das, wenn man sich mal genau anschaut, ist das ja eigentlich eine ganz feine Untergliederung in verschiedenste Risikoklassen. Das heißt, im Grunde ist es für mich eine Frage ein bisschen der Kommunikation, wie man auch den Anlegern, auch den Privatanlegern das erklärt, das Risiko, und das natürlich dann auch richtig bepreist. Das heißt, wenn man jetzt sagt, ich bin jetzt nicht mehr ganz Investment Grade, sondern ein guter Mittelständler, aber halt ein bisschen zu klein und insofern nur ein Double B vielleicht, heißt es ja, weiß Gott nicht, dass es ein Junk-Bond-Niveau ist, ein Risiko, was kurz vor vom Ausfall steht. Und insofern denke ich, geht es einfach darum, dass man den Anlegern versucht, Instrumente in die Hand zu geben, dass eben der Anleger das richtig einschätzen kann und dort ein verlässliches Urteil bekommt. Und natürlich stehen die Banken da, wenn sie so eine Anleihe begleiten, in der Pflicht, das ist völlig klar. Andererseits gibt es ja auch andere Agenturen. Also das berühmte Thema Rating ist ja ein Thema, was lange hier auf allen möglichen Ebenen diskutiert wird. Ein Punkt, den ich immer so ein bisschen vermisse in der Diskussion, ist der, dass wir in Deutschland eigentlich ein Rating-System haben, das weitgehend unbekannt ist, aber für mich mit das beste, kostengünstigste und kompetenteste System ist, was es meiner Meinung nach gibt, und das ist die Deutsche Bundesbank. Die Deutsche Bundesbank bietet Unternehmensratings an, und zwar ganz analog zu dem, was sie auch bei den großen amerikanischen Ratingagenturen bekommen, allerdings mit einem unglaublich hohen Qualitätsstandard, mit einer natürlich systemimmanenten Unabhängigkeit der Bewertung, und darüber hinaus ist es auch noch ein kostenloser Service der Bank. Und ich denke, wenn man solche Instrumente ein bisschen stärker in den Vordergrund stellen könnte, auch wenn das sicherlich nicht heute die Kernaufgabe der Bundesbank ist, das ist schon klar, dann kann man auch für Märkte ein Vertrauen schaffen, das dann eben über das hinausgeht, was man heute unter dem Stichwort Mittelstandsanleihen oder ja, im Grunde verpasste Chance subsumieren würde. Insofern würde ich dafür werben, dass einfach das Thema Finanzkommunikation in den Vordergrund gestellt wird. Also vielleicht eine Aufgabe jetzt, ich glaube, das wird wahrscheinlich im benachbarten Sparkassensektor, öffentlich-rechtlichen Sektor ähnlich sein wie bei uns im genossenschaftlichen Sektor. Eine kleine Ortsbank wird nicht die Kreditprüfung übernehmen können, die eine größere Einheit übernehmen kann. Wir haben selbst in unserem Sektor Diskussionen darüber, inwieweit kann das Zentralinstitut
ein Rating bereitstellen, auf das dann eine Ortsbank zurückgreifen kann. Einfach um letztlich diese Größenordnungsnachteile auszugleichen und gleichzeitig innerhalb der Haftungsverbünde auch die Dienstleistung bereitzustellen. Das wird die Politik nicht liefern können, aber das ist Arbeit, die in den Verbänden mit den, zu leisten ist. Und da kann man vielleicht in diese Richtung unterstützen mit Wirken, mit Worten eher als mit Taten. Da liegt ein Stück weit Potenzial drin. Und ja, ansonsten, was Ratingagenturen angeht, nur denn das lag mir gerade auf der Zunge, leider ist das der Schiffbruch, den dieses Segment der sogenannten Mittelstandsanleihen erlitten hat, eben auch durch kleinere Ratingagenturen mit begünstigt worden, möchte ich an der Stelle mal sagen, weil deren Qualität, die dann zwar offiziell Investment Grade deklarieren, aber in der Realität hat sich das leider nicht bewahrheitet. Da kann man viel über Moody's, Standard & Poor's und Fitch als Oligopolisten schimpfen, das tun wir auch alle, auch die Politik hat da einen Makel drin gesehen in der Finanzmarktkrise, aber am Ende aller Tage sind deren Ratings, haben doch mehr Bestand aus meiner Wahrnehmung, aus meiner Erfahrung zumindest gehabt, als die Ratings von manchem nationalerem Anbieter. Herr Fohler, vielen Dank. Wir wechseln mal in den Bereich Aktie vielleicht. Und wir haben ja da in dem Feld eigentlich einen ganz erkennbaren oder eklatanten, soll man sagen, Nachholbedarf oder Unterentwicklungsbedarf. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen würden, Herr von Preising. Jedenfalls, wenn man das international mal die Kenndaten vergleicht und sagt, wie sieht das eigentlich aus mit der Marktkapitalisierung im Verhältnis zu dem, was in den USA an der Börse abgebildet ist, im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung dieses Landes und was bei uns an der Börse abgebildet ist, dann sind wir da mächtig unterentwickelt. Und wenn man sieht, wie viel ausländische Investoren oder wie der Anteil der ausländischen Investoren ist, liegt er in den USA bei 15%, an der deutschen Börse liegt er bei 64%. Sie korrigieren mich immer, wenn ich was, aber das habe ich aus der Neujahrsrede Ihres Aufsichtsratsvorsitzenden übernommen. Da die Sie wahrscheinlich geschrieben haben, wird das alles richtig sein. Also wenn man das mal so sieht, sieht man eigentlich offensichtlich, dass wir da Nachholbedarf haben. Wie würden Sie das sehen? Oder sagen Sie, ist alles super, wir kommen gut klar, muss eigentlich nichts passieren? Oder ist es nicht, was können wir tun, auch als Politik, um die Finanzierung gerade auch über die Aktie in Deutschland anzuschieben? Ja, das sind jetzt sogar mehrere Fragen, aber ich würde sogar drastischer sehen. Wir haben zwar dieses Jahr ein ganz ordentliches Kapitalmarktjahr mit wieder deutlich mehr IPOs und auch deutlich mehr IPOs von Wachstumsunternehmen, aber trotzdem sind es Lichtblicke und ich würde nicht sagen, es ist das Ende des Tunnels, den wir hier schon sehen, sondern wir befinden uns wirklich hier im großen Nachteil. Das ist wirklich drastisch, wenn man sich jetzt gerade mal die neuen Geschäftsmodelle anschaut und anschaut, wo kommen denn die großen neuen Unternehmen, die weltweit auch verkaufen oder dominieren, her. Die kommen nicht aus Europa, die kommen überhaupt nicht aus Deutschland, die kommen aus den USA und zuletzt auch häufiger aus China. Woran liegt es? Was sind die großen Unterschiede? Zum einen ist es so, dass wenn Sie jetzt ein Unternehmen haben in einem neuen Geschäftsbereich, müssen Sie sehr viel investieren in Forschung und Entwicklung, sehr schnell. Sie müssen im globalen Wettbewerb schneller sein heute. Sie können in Deutschland anfangen, müssen aber sehr schnell auch schauen, dass Sie den europäischen Markt erobern. Da tun sich Amerikaner leichter, die haben einen sehr großen Markt. Chinesen tun sich auch leichter, haben einen sehr großen Markt. Auf der anderen Seite brauchen sie aber Risikokapital, weil sie Forschung und Entwicklung lässt sich schwer über eine Banken- oder Kreditfinanzierung darstellen. Das sind auch häufig sehr riskante Geschäftsmodelle. Da braucht man also doch Eigenkapital, sowohl in der Seed-Phase, in der Gründungsphase, als auch in der Wachstumsphase und natürlich auch über den Börsengang. Der Börsengang ist da hier ein ganz wichtiges Element, denn wenn der Börsengang nicht funktioniert, haben auch die Venture-Capital-Investoren nicht den Exit, den sie brauchen, um wieder ein frisches Kapital zu bekommen, um wieder zu investieren in riskante Geschäftsmodelle. Also kurz gesagt, man hat einen höheren Aufwand in Europa im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen in den USA oder auch in China, hat aber weniger Risikokapital zur Verfügung. Das ist also schon eine große Herausforderung, vor der wir stehen. Und der Kapitalmarkt funktioniert an der Stelle nicht so gut. Also wir haben deutlich zu wenig IPOs von Wachstumsunternehmen. Auch da muss man sagen, was ist die Ausgangssituation? Wir haben zu wenig privates Kapital, das in Aktien fließt.
Wir haben zu wenig institutionelle Anleger. Da gab es in den letzten Jahren eine Konsolidierung. Und es gibt einige wenige große institutionelle Anleger. Es gibt zu wenig Family Offices, die hier investieren. Die wenigen institutionellen Anleger haben natürlich dadurch, dass sie jetzt mehr Kapital verwalten, höhere Ansprüche an die Unternehmen, die an die Börse kommen. Das heißt, die müssen liquider sein, die müssen eine Marktkapitalisierung, man spricht von mindestens 500 Millionen Euro beispielsweise, auf die Waage bringen. Das heißt, für kleine und mittlere Unternehmen ist es schwerer, an die Börse zu kommen. Sie brauchen eine längere Zeit. Und wie wir vorhin gehört haben, es tun sich zwar auch erste Lichtblicke auf in der Venture-Capital-Finanzierung, aber das ist auch nicht ausreichend. Also hier gibt es doch eine Menge zu tun. Was wir als Börse jetzt tun, wir können uns die Investoren nicht backen über Nacht. Das ist nicht möglich. Ich habe schon einige Ideen auch oder Forderungen auch in Richtung Politik, aber das können wir nicht über Nacht backen. Es gibt keine schnelle Lösung hier. Aber was wir als Börse tun, wir haben jetzt ein privates Segment, einen privaten Marktplatz gestartet, das Deutsche Börse Venture Network, das im Wesentlichen das, was es an Kapital gibt in Deutschland oder vor allem eben auch aus dem Ausland, vor allem in den USA, aber auch in Europa, das besser zu bündeln. Also dieser private Marktplatz, Deutsche Börse Venture Network, verschafft den Wachstumsunternehmen einen effizienten, leichteren Zugang zu dem weltweit verfügbaren Kapital und fördert dadurch die Wachstumsfinanzierung. Und was wir auch mit diesem Venture Network verfolgen, wir versuchen auch, die Unternehmen zu begleiten mit Know-how, um erfolgreichere und vielleicht auch in einer kürzeren Zeit schnellere Börsengänge zu produzieren. Also wir backen uns nicht neue Investoren, das geht so schnell nicht, aber wir versuchen, die Investoren, die weltweit verfügbar sind, effizienter zu allozieren. Jetzt stelle ich da nochmal eine Nachfrage. Wir haben ja auch einen super Koalitionsvertrag abgeschlossen mit unserem Koalitionspartner und in diesem super Koalitionsvertrag steht auch eine Formulierung drin, dass wir dass wir das mal prüfen wollen, ob wir einen Markt 2.0 einrichten, also so eine Art neuer Markt neu oder neuer Markt reloaded oder wie auch immer man sich das vorstellt. Also ich habe da ehrlich gesagt gar keine genaue Vorstellung von. Aber Sie haben sich da auch mit der Überlegung auseinandergesetzt, brauchen wir so einen neuen Markt oder kommen wir mit Ihrer Initiative da locker hin oder wie sieht das aus? Ja, also ich bin keiner von denen, die jetzt verfechten, dass die den neuen Markt verteufeln, aber er hat natürlich Probleme gehabt und letztendlich ist er ja auch gescheitert. Aber und zwar an strukturellen Defiziten und diese strukturellen Defizite existieren heute noch. Also insbesondere gibt es einfach viel zu wenig privates Kapital, das in Aktien investiert und auch zu wenig mittelgroße Anleger. Also die großen institutionellen Anleger haben, wie vorhin schon gesagt, sehr hohe Liquiditätsanforderungen. Es gibt zu wenig Investoren, die in mittelgroße und kleine Aktien investieren. Und das führt natürlich dazu, dass das ganze Ökosystem auch austrocknet und in den letzten Jahren ausgetrocknet ist. Das heißt, Banken, deren Aufgabe es ist, mit Research Investoren zu unterstützen, die reduzieren natürlich ihre Services jetzt auch auf die Investoren, die in diese großen Unternehmen, in die großen Unternehmen investieren und reduzieren ihre Research-Kapazitäten für mittelgroße und kleine. Also diese Infrastruktur, die muss da sein. Solange die nicht da ist, macht es aus unserer Sicht keinen großen Sinn, ein Börsensegment zu starten, das zum Ziel hat, kleine Unternehmen an die Börse zu locken. Da tut man denen im Endeffekt keinen Gefallen, wenn man das, was man an der Börse erwartet, nämlich wirklich Kapital nicht nur einmalig, sondern fortlaufend sich zu besorgen, wenn man das nicht erreichen kann. Also hier bedarf es doch einiger Anstrengungen und struktureller Veränderungen. Wenn wir das jetzt mal versuchen, näher zu identifizieren, diese strukturellen Veränderungen, und da auch nochmal sagen, uns nochmal selber fragen, was kann die Politik leisten? Also Herr von Preising sagt, es gibt zu wenig Kapital, was für der Börse zur Verfügung steht, privates wie auch institutionelles Kapital. Das ist sicherlich einer der Schlüsselpunkte. Was können wir dafür tun? Stichwort Eigenkapitalanforderungen, Stichwort Garantiezins, anderes mal in den Raum geworfen. Was wären aus Ihrer Sicht, wenn Sie jetzt mal ein Ranking machen und sagen, ich nenne jetzt mal die 2, 3 wichtigsten Punkte, was würden Sie da sagen und da vielleicht mal die ganze Runde zum Abschluss, damit wir das als Politik, als Arbeitsauftrag gewissermaßen mal mitnehmen. Herr Bese, Sie schießen als Erster. Danke. Das ist eine schwierige Frage, weil ich wirklich glaube, dass das in Deutschland ein Mentalitätsthema ist. Also ich meine, man kann da ja wirklich das Pferd zum Wasser führen, aber saufen muss es dann selbst. Und die Deutschen sind nun mal konservativer auf jeder Ebene. Das sind die Anleger, das sind aber auch genauso gut die Firmen selbst. Also ich meine, erfolgreiche Mittelständler, warum sollen die an die Börse gehen, wenn sie ihr Unternehmen, ihr Lebenswerk im Prinzip auch auf anderen Weg
wachsen und gedeihen lassen können. Und insofern ist da sicherlich die Bereitschaft niedriger als im angelsächsischen Raum. Und genauso ist es bei den Anlegern, wenn man es eben nicht über Jahrzehnte gelernt hat, diese Kultur des Investierens, das sozusagen von der Politik von oben herab zu verordnen, stelle ich mir prinzipiell schon mal schwierig vor. Ich denke, was jetzt hier zum Beispiel in Berlin passiert und was wir vorhin gehört haben im ersten Teil der Tagung, das sind ja ermutigende Ansätze. Und wenn man sieht, dass daraus sozusagen von unten etwas wächst, was dann auch ein Fundament hat und was auch tatsächlich belastbar ist und eben nicht heiße Luft ist, wie es ja in weiten Teilen beim neuen Markt war. Das waren ja Glücksritter, die zum großen Teil da eben mit Fantasien an die Börse gegangen sind und eben dann diesen Herdentrieb ausgenutzt haben. Was dann auch dazu geführt hat wiederum, dass die Aversion vieler Anleger, vieler Privatanleger und kleinerer institutioneller Anleger gegen solche Wachstumssegmente gewachsen ist. Insofern ist es wirklich, glaube ich, mehr ein Thema, was die Politik vielleicht wohlwollend begleiten kann, aber ich denke nicht, dass wir das sozusagen über eine politische Wachstumsinitiative von oben quasi veranlassen können. Ja, ich schlage da ein. Ich glaube, das ist eine Generationenaufgabe. Das liegt in unserer DNA, über unsere Geschichte. Wenn man nach Amerika guckt, die haben nicht diese soziale Absicherung. Die mussten selbst vorsorgen. Die haben investiert, die haben Verluste erlitten und sind wieder aufgestanden. All diese Kultur haben wir nicht, weil wir eine gute soziale Absicherung über die soziale Marktwirtschaft nach dem Krieg in diesem Land eingeführt haben. Ich glaube, wir kommen dahin, denn das, was aktuell Notenbankpolitik und Politik mit Niedrigzinsphase an Entschuldung der Staatsfinanzen zulasten der Rentner und der Sparer eben eingeleitet hat, das wird ja wahrscheinlich noch dauern, wird dazu führen, dass Generationen sich zunehmend mehr um eigene Altersvorsorge wird kümmern müssen und darüber sich mehr wird beschäftigen müssen mit Anlagen auch in Instrumente, die ein anderes Chance-Risikoprofil haben. Dazu gehört zuvorderst die Aktie. Zweite Maßnahme, die man vielleicht begleitend machen kann, ist, dass grundsätzliche Rendite-Risiko-Zusammenhänge vielleicht auch besser, breiter geschult werden. Ich weiß nicht, ob das greift. Das ist dann eine lange Perspektive über Generationen hin. Ich glaube, da mangelt es in der breiten Bevölkerung auch. Dann kommt man nämlich zu so einem Glücksrittertum. Und last but not least denke ich auch, dass im Augenblick, und damit will ich nicht es wird zu einfach in das Horn reinzublasen, dass alle Banker reinblasen, aber es ist so, meine Funktion ist eher mal, ich sage jetzt mal, eine offensive Funktion in der Kaskade der Banken, aber dominiert werden alle Banken im Augenblick durch die Defensive, Risikoabsicherung, Regulatorik und. Das kreative Potenzial, was Banken auch brauchen, um letztlich Gründungsfinanzierung, Wachstumsfinanzierung zu machen, liegt im Augenblick da nieder. Es gibt zwar Funktionen, die noch da sind, aber die Defensivkünstler in den Banken haben das Sagen. Das hat seine guten Gründe, aber im Augenblick liegt auch Potenzial in den Banken, was vorhanden ist, brach. Vielen Dank. Sehen Sie das ähnlich wie Ihre Kollegen oder würden Sie noch anderen Akzent setzen? Also ich würde das deutlich deutlicher formulieren wollen. Ich glaube, wir dürfen das Thema, die Herausforderung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sondern uns derzeit ein bisschen in dem Erfolg unserer etablierten Industrien, die natürlich weltweit vernetzt und weltweit kompetitiv ist, oder die Industrien, die kompetitiv sind. Aber im Wesentlichen hängen wir doch von einigen wenigen großen etablierten Industrien ab, der Automobilindustrie, der Maschinenbau, Chemieindustrie, einige wenige. Wenn es da in einer dieser Industrien mal knackt, dann glaube ich, ist die deutsche Volkswirtschaft schon sehr betroffen. Das sieht man jetzt gerade an der Aufregung, die der Volkswagen-Skandal auslöst. Ich glaube, wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen denke ich schon, dass Politik da wichtige Maßnahmen ergreifen sollte, wenn nicht sogar müsste. Als erstes fällt uns ein die kapitalmarktgedeckte Altersversorgung. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb andere Kapitalmärkte, vor allem die angelsächsischen Kapitalmärkte, deutlich liquider, tiefer und breiter sind. Also hier die kapitalmarktgedeckte Altersversorgung auch über Aktien, die muss gefördert werden. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, Mitarbeiteraktienprogramme. Da haben wir ein sehr kompliziertes Modell in Deutschland, steuerlich auch nicht gerade vorteilhaft, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mitarbeiter werden eigentlich ideale Aktionäre. Vielleicht wird über eine Mitbestimmung sogar noch hinausgehen, dass man sich für das Unternehmen identifiziert. Da sehen wir einen großen Punkt, den man nach vorne bringen könnte. Ein sehr wichtiges Thema ist auch Abbau von regulatorischen Hemmnissen oder sogar Schaffen von Anreizen, dass die großen Kapitalmarktsammelstellen,
also die großen Versicherer, Pensionskassen, auch mal ihr riesiges Vermögen, das sie verwalten, stärker in Aktien investieren. Da gibt es ja gewisse gesetzliche Maximalgrößen und Sie haben es ja gerade, nee, Sie hatten das nicht zitiert, aber das hat unser Aufsichtsratsvorsitzender auch zitiert. Die Allianz hat, glaube ich, eine Aktienquote deutlich unter 10%, 3% genau. Das ist deutlich unter dem, was gesetzlich möglich wäre. Da spielen auch regulatorische Vorgaben eine Rolle, wie Solvency II, um nur eins mal zu erwähnen, wenn da so eine große Kapitalanlagegesellschaft in Aktien investiert, muss sie zusätzliches Eigenkapital hinterlegen. Also es wird nachteilig für so einen Anleger, in Aktien zu investieren. Da müssen wir dringend diese regulatorischen Nachteile abbauen oder vielleicht sogar Anreize schaffen, dass hier mehr Geld in Aktien investiert wird. Wenn diese großen Gesellschaften in Aktien investieren, dann zunehmend auch ins Ausland. Also weil dort die Kapitalmärkte tiefer sind und liquider sind. Und das ist eigentlich nicht das, was wir uns vorstellen. Das ist ein Themenkomplex. Und der zweite Themenkomplex, der wurde eben schon angesprochen, die Aktienkultur in Deutschland liegt wirklich weit hinter anderen Ländern. Da müsste man wirklich viel investieren in die Bildung der Bevölkerung. Das fängt schon in der Schule an, über Universitäten. Was wir eben gerade gehört haben in Berlin, was da passiert, ist sehr, sehr vorteilhaft. Aber das müsste wirklich deutschlandweit passieren. Mehr Kapitalmarkt- und Wirtschaftsbildung für die Bevölkerung. Und dann noch ein Punkt, der damit zusammenhängt, die Beraterhaftung für die Banken, wenn Kapitalmarktberatung passieren soll, ist auch so stark reguliert worden, dass Banken eigentlich da die Finger davon lassen. Und das ist in der Kombination mit einer fehlenden Aktienmarktkultur der Investoren, der Anleger, eigentlich Gift, genau das Gegenteil sollte man tun. Das wären mal nur 5 Punkte, wir hätten auch noch mehr. Dinge, die wir tun wollen. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ich glaube, wir haben doch schon einige Punkte identifiziert, an denen wir arbeiten müssen als Politik. Die Stichworte, die Herr von Preysing genannt hat, aber auch zum Thema Aktienkultur, die Gesichtspunkte, die Sie genannt haben. Aber uns ist natürlich auch klar, dass das eine längerfristige Aufgabe ist. Aber uns ist auch klar, dass die kapitalmarktgestützte Finanzierung in Zukunft eine größere Rolle spielen muss. Und das nehmen wir vielleicht mal mit von dieser Podiumsrunde. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Ja, Matthias Mittelberg, meine Herren, ganz herzlichen Dank. Ich begrüße auch gerade noch den Bundesvorsitzenden der CDU-CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann, der auch zu uns gestoßen ist. Herzlich willkommen, Carsten. Und leite jetzt weiter an Anja Karliczek, weil wir haben uns im Vorfeld überlegt, naja, wir müssen auf alle Fälle über die erste Phase eines Unternehmens sprechen, über die Gründung. Wir müssen über die Bankenfinanzierung sprechen und wir müssen auch über die Kapitalmarktfinanzierung sprechen. Und da hat irgendwas noch gefehlt, weil es gibt darüber hinaus also noch weitere Branchen. Und ich war mal bei Herrn Fittler beim Leasingverband und habe mich da, glaube ich, unbeliebt oder vielleicht auch beliebt gemacht, als ich gesagt habe, Sie gehen dahin, wo es weh tut, in den sehr kleinteiligen Bereich. Und Anja, das ist jetzt dein Podium. Anja Karliczek ist Mitglied des Finanzausschusses. Sie ist seit 2013 im Bundestag und ist ganz schnell Expertin für besonders knifflige Fälle geworden, weil sie nämlich die Regulierung der Lebensversicherung betreut hat und sich jetzt der Bausparkassen annehmen wird. Anja, bitteschön. Ja, lieber Ralf, vielen Dank. Das war ein schwieriges Thema mit der ganzen Versicherung, aber ich glaube, das, was wir heute zu besprechen haben, ist nicht minder kompliziert. Ralf Brinkhaus hat das eben sehr schön gesagt, die Dinge, die wir jetzt hier besprechen als alternative Finanzierungsformen, laufen immer so ein bisschen unterm Radar. Jetzt muss man die Frage stellen, warum? Entweder kennt sie keiner oder sie sind so gut und langweilig, dass es sich nicht lohnt, darüber zu schreiben und darüber zu reden. Und wenn sich das nicht lohnt, kann man das im Moment auch oft als Gütesiegel betrachten. Also von daher werden wir mal gucken, was wir jetzt in der nächsten halben Stunde zu hören kriegen. Ich möchte meine Teilnehmer natürlich auch erstmal vorstellen. Und zwar habe ich zu meiner linken Seite die Frau Sonja Brey. Frau Sonja Brey ist Leiterin Treasury bei der Alba Group. Die Alba Group kümmert sich um all das, was wir gerne loswerden wollen und unter anderem aber eben auch so Schätze wie Eisenerze, wo es dann auch wieder darum geht, an Märkten zu handeln. Sie hat eine Ausbildung gemacht zur Bankkauffrau bei der Deutschen Bank und hat dort dann verschiedene Positionen inne gehabt, war dann Leiterin Treasury bei der Berlin Chemie AG und ist seit 2010 eben jetzt bei der Alba Gruppe verantwortlich für Cash Management, Corporate Finance und Working Capital Management. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles so richtig gesagt, liebe Frau Brey. Horst Fittler, auch zu meiner Linken, ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Leasingunternehmen.
Im Leasinggeschäft ist er schon seit 1983 tätig, da ging ich noch zur Schule. Er war Geschäftsführer der LGS Leasinggesellschaft der Sparkasse und der Commerz Real Immobilien Leasinggruppe und hat gerade, als es um die Deutsche Bundesbank ging, gesagt, denn da hat er auch mal gearbeitet, es gibt nichts Besseres als das Daten-Know-how der Deutschen Bundesbank. Ich finde, das ist ein Kompliment, was man mal laut sagen sollte. Zu meiner Rechten sitzt Dr. Tobias Riedmöller. Er ist Rechtsanwalt bei den Schiedermeier Rechtsanwälten in Frankfurt am Main und beschäftigt sich mit Kapitalgesellschaftsrecht, insbesondere Aktienrecht, Kapitalmarktrecht und bankenunabhängiger Unternehmens- und Projektfinanzierung. Und er berät Crowdfunding-Plattformen zur rechtlichen Strukturierung. Erstmal herzlich willkommen, Sie drei. Ja, ich habe jetzt mit Ihnen mal gesprochen im Vorfeld und wir haben, weil es so ganz unterschiedliche Bereiche sind, ich habe mal gesagt, wo ist eigentlich die Klammer, wo fangen wir denn eigentlich an? Und ich glaube, was Sie alle in irgendeiner Form trifft, ist das, was uns hier auch ständig bewegt, nämlich die Niedrigzinsphase. Und ich denke, wir fangen einfach mal an, indem wir mal überlegen, hat eben diese Niedrigzinsphase auf Ihre Bereiche auch Eindruck oder Einfluss gehabt, dass diese alternativen Finanzierungsinstrumente vielleicht attraktiver oder vielleicht unattraktiver werden, wenn eben die Finanzierung anderweitig einfacher geworden ist. Liebe Frau Brey, wollen Sie anfangen? Gerne, herzlichen Dank. Ja, wenn man als Unternehmen erstmal grundsätzlich nicht in der Lage ist, aus dem freien Cashflow alles zu bezahlen, wie manche andere Unternehmen vielleicht, dann stellt sich ja grundsätzlich die Frage, wie strukturiert man denn seine Finanzierungsseite? Und dann ist es erstmal unabhängig davon, ob die Zinsen nun hoch generell oder niedrig sind, sondern einfach nach welchen Parametern strukturiere ich denn meine Finanzierungsseite? Und je größer ein Unternehmen ist oder je höher der Kapitalbedarf ist, desto mehr Möglichkeiten stehen natürlich dem Unternehmen auch zur Verfügung. Und wir haben ja in unserem vorigen Vortrag etwas über den Kapitalmarkt gehört und nicht jeder Mittelständler ist ja in der Lage, auch am Kapitalmarkt sein benötigtes Geld zu erhalten. Das heißt also, die Größe spielt ja auch eine Rolle und man schaut einfach, wo liegen denn in meiner spezifischen Größe die Möglichkeiten, auch Kapital aufzunehmen. Als ALBA sind wir auf der Finanzierungsseite eben, sag ich mal, in einer breiten Palette mit einem bunten Blumenstrauß aktiv und, sag ich mal, alle Finanzierungsinstrumente außer Venture Capital, die wir heute gehört haben, haben wir im Einsatz. Wir haben eine Tochtergesellschaft, die börsennotiert ist, wir haben eine Anleihe begeben, wir haben eine Konsortialfinanzierung, bilaterale Finanzierung, aber eben auch alternative Finanzierungsformen wie Leasing und Factoring. Wenn man jetzt einfach sich das Leasing mal anschaut, das hat jetzt im Vergleich zu den anderen Finanzierungsformen natürlich Vorteile und Nachteile. Und man wie bei jedem einzelnen Finanzierungsinstrument auch gibt es Vor- und Nachteile. Aber beim Leasing ist es eben so, dass es eine standardisierte Finanzierungsform ist und einfach und schnell und flexibel einzusetzen ist. Und wenn man Investitionsgüter hat, die darauf gut passen, dann nutzt man es eben als Instrument, weil es eben grundsätzlich auch je nachdem, wo man unterwegs ist, aber auch günstiger sein kann als eine Bankenfinanzierung. Und wenn man dann eben noch auf die Finanzkennziffern schaut und die bilanzielle Verschuldung auch optimiert, dann hat man natürlich mit einem Leasing die Möglichkeit, hier auch außerhalb der Bilanz zu arbeiten. Ist denn die zweite Hälfte dessen, was Leasing ist, das, was oft dranhängt? Ich glaube, da erzählt gleich der Herr Fittler noch ein bisschen was zu. Ist das für Sie von Interesse, diese Service-Points, die dranhängen? Na, es kommt immer darauf an, was man alles liest. Wir haben zwei Drittel unseres Leasing-Volumens mit Investitionsgütern, alles, was Räder hat, sage ich dazu immer. Also sei es das Fuhrpark-Leasing oder sei es auch die ganz normalen LKWs, die Sie kennen, die blauen, die da auf der Straße rumfahren, oder seien es Radlader oder Pressen. Wir haben auch ein Drittel technische Anlagen und Maschinen, die wir leasen. Und es kommt natürlich dieser Service-Gedanke nur da zum Einsatz, wo es auch Sinn macht. Also bei einer Maschine oder einer technischen Anlage wird der Wartungs- oder Service-Gedanke eher in der Hinterhand gehalten. Aber ich sage mal, bei einem Fuhrpark-Leasing zum Beispiel könnte man das schon, oder wenn man, sag ich mal, Drucker oder sowas liest, dann könnte das schon mit von Interesse sein. Herr Fittler, Sie bündeln jetzt quasi alle Leasingunternehmen, kleine, große, und sind dann auch in ganz verschiedenen Branchen, denke ich, unterwegs. Erzählen Sie uns ein bisschen was über die Spezifika in Ihrer Branche?
Ja, mache ich doch gerne. Aber lassen Sie mich vielleicht vorher mal auf das Thema unter dem Radar eingehen. Wir würden uns manchmal wünschen, unter dem Radar zu sein. Wir sind auf den Radarschirm gekommen vor der Krise, stehen mittlerweile auch unter der Aufsicht der BaFin. Das heißt, auch wir haben hier unser Päckchen zu tragen an der einen oder anderen Ecke, was uns das Geschäft nicht einfacher macht. Vielleicht ein kleines Bild dazu. Wir haben uns früher etwas als Schnellboot empfunden und mittlerweile haben wir so ein paar Bleigewichte da hinten dran. Das heißt, wir sind etwas langsamer, etwas unbeweglicher geworden. Aber nichtsdestotrotz, unser Geschäft läuft. Also das heißt, wir wollen hier gar nicht so sehr jammern, sondern eher tendenziell nach vorne schauen. Und das, was eben hier schon gesagt wurde, was kann Leasing? Leasing kann extrem viel. Aus dem einfachen Grunde, weil wir anders als Banken uns insbesondere mit dem Objekt auseinandersetzen. Das heißt, wir können in unserer Branche, und zwar die unterschiedlichsten Objekte, Ihnen prognostizieren, wie der Wertverlauf dieses Objektes ist. Dazu beschäftigen wir, und das muss man auch immer sehen, wir sind keine Banker, auch wenn wir Teile davon schon Banker sind, aber wir beschäftigen viele Ingenieure, die genau nichts anderes machen, als den Wertverlauf einer Maschine zu prognostizieren. Und auf dieser Basis machen wir dann auch die Verträge. Und das, was Frau Prey eben sagte, Services ist etwas, was tendenziell komplett zunimmt. Und zwar sowohl im IT-Bereich, klar im Fahrzeugbereich haben wir damit angefangen, mittlerweile dann allerdings auch und ganz, ganz klar im Maschinenbereich. Das heißt, wir haben hier Services, Überwartung, Reparatur bis Service-Level-Agreements, wann die Maschine wieder einsatzbereit sein muss, all die diese Dinge gibt es, wird von den Gesellschaften angeboten. Von daher also eine unwahrscheinlich große Palette, die hier abgedeckt wird. Und das geht bei uns, und das vielleicht auch mal zur Branche, wir sind so wie Deutschland aufgestellt. Das heißt, wir haben 60% wirklich kleinere und mittlere Gesellschaften. 60% unserer Gesellschaften haben bis zu 15 Mitarbeitern. Dann haben wir natürlich ganz, ganz große Gesellschaften, die auch international arbeiten. Die sind dann herstellerabhängig zum großen Teil. Oder aber auch bankenabhängig, also das heißt, Banken haben auch Töchter entsprechend gegründet, die dann dieses Leasinggeschäft betreiben. Und jetzt kann man sich immer die Frage stellen, eine Bank, die ja einen Kredit geben kann, warum gründet sie eine Leasingtochter? Weil die Leasingtochter mehr kann. Die Leasingtochter kann das Objekt beurteilen. Nichts gegen Banken, um Gottes Willen, ich bin selbst von Haus aus Banker. Aber ein Banker hat Standardwerte, wie er Sicherheiten ansetzen muss. Das sieht bei uns ganz anders aus. Vielleicht eine Zahl mal. Leider Gottes kommt es ja immer wieder vor, dass irgendwann es auch mal zu Insolvenzen kommt. Und das heißt, wenn wir verwerten, und das ist eine internationale Studie, die wir haben machen lassen über Europa, haben wir eine Wiedergewinnungsquote oder Recoveryquote, wie das so schön heißt, von sage und schreibe 87%. Das heißt, wenn der Ausfall 100 ist, egal zu welchem Zeitpunkt, kriegen wir 87% zurück. So, und jetzt gehen wir mal in Bereiche, wo jeder von Ihnen auch so seine Erfahrung hat. Nehmen Sie mal einen PC. Sie nehmen einen PC, den kaufen Sie heute und dann sagen Sie, naja gut, morgen ist er im Prinzip nichts mehr wert. Auch hier kriegen wir 83% zurück. Das muss man sich vorstellen. Und das sind alles Dinge, wo ein Know-how vorhanden ist und deswegen, wie Frau Prey schon sagt, das ist einfach, es ist unkompliziert, aber es steckt natürlich auch enorm viel Know-how dahinter, was wir über die Jahre und über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Lieber Herr Dr. Riedmöller, Sie machen etwas ganz anderes. Ich habe es eben schon gesagt, das Crowdfunding. Sie haben uns schon begleitet beim Kleinanlegerschutzgesetz, da waren Sie in der Expertenanhörung da. Wir haben ja also versucht, ich sage mal, dieses Crowdinvesting oder das Crowdfunding nicht anzutasten, sondern ganz sachte uns da dem zu nähern, damit wir es nicht beschädigen in irgendeiner Form, weil wir wissen, dass das noch ein junges Pflänzchen ist. Wir wollen das auch gerne erhalten. Meinen Sie, dass das Auswirkungen hat? Meinen Sie, dass das alles gut gelungen ist? Und haben Sie Sorge, dass der Gesetzgeber irgendwann sagt, wir müssen da mehr tun? Oder glauben Sie, dass wir erfolgreich waren und gesagt haben, das ist so in Ordnung? Ja, vielen Dank zunächst. Also ich glaube, wichtig ist, dass man das Richtige tut in dem Bereich. Wenn Sie sagen, haben wir jetzt nicht zu viel getan, um es sozusagen nicht kaputt zu machen, dann ist es schon so, dass wir als Branche den Aufwand, den das Ganze jetzt mit sich bringt in der Umsetzung der neuen Regulierung, ehrlich gesagt deutlich unterschätzt haben. Wenn man das durchdekliniert in den Details, ist es doch ein erheblicher regulatorischer Aufwand, den die Plattformen jetzt zu tragen haben. Dadurch, dass sie 34F Gewerbeordnung pflichtig geworden sind und jetzt die Finanzanlagenvermittlungsverordnung für sie gilt, das ist so eine Art kleines Wertpapierhandelsgesetz mit ganz vielen
Verhaltenspflichten und verschiedensten rechtlich festgelegten Dokumenten, die eben gelten müssen für eine solche Plattform. Und es wird in Zukunft deutlich weniger leicht möglich sein, in Deutschland eine solche Plattform zu gründen. Ja. Unbenommen ist natürlich, dass regulatorische Pflichten gelten müssen für die Plattform. Die Frage ist eher, will ich in Zukunft auch pragmatische Finanzierungsformen haben, gerade im Eigenkapitalbereich, im Mezzaninbereich, für bürgerschaftliches Engagement, für grüne Projekte, für Wachstumsfinanzierung von jungen Unternehmen, aber auch von Mittelständlern, universitäre Ausgründungen, die eben im klassischen bankengestützten System in Deutschland nicht so gut finanziert werden können. Deswegen sind das die Nischen, wo unsere Form der alternativen Finanzierung eben auch wächst. Und da muss man, glaube ich, als Regulierer noch ein bisschen genauer hinschauen, wo sind die Chancen, wo sind die Risiken, wie kann ein Konzept hier ausgestaltet sein, weil das Kleinanlegerschutzgesetz ist doch ein Stück weit mit heißer Nadel gestrickt worden und bestehende Konzepte sind eben auf dieses Segment adaptiert worden, wo in anderen europäischen Ländern eigentlich mehr Aufwand getrieben wird von der konzeptionellen Seite her. Und da würden wir uns eben freuen, wenn wir weiter in einem Dialog bleiben, um ja, diese Themen besser zu lösen in Zukunft. Ich frage noch mal einmal nach. Die zweite Komponente ist im Moment, was alle bedrückt, ist die Niedrigzinsphase. Damit hatte ich ja gerade schon mal angefangen. Bei Ihnen auch ein Thema? Oder? Die Niedrigzinsphase ist für uns, das ist schwierig dazu, eine pauschale Aussage zu treffen, weil die sich abhängig von dem Modell der jeweiligen Plattform ganz unterschiedlich auswirkt. Wir haben ja Plattformen, die sozusagen jedes Segment, was auch im großen Kapitalmarkt existiert, irgendwo im Kleinen nachbilden mit digitalen Mitteln, mit schlanken Prozessen zu geringeren Transaktionskosten. Das ist die Idee. Und wenn ich jetzt auf der Kapitalnehmerseite dann in direkter Konkurrenz bin zu einer Bank im klassischen Fremdkapitalbereich, die sich vielleicht zu sehr geringen Kosten finanziert, dann kann ich nur noch versuchen, sozusagen die Prozesse schlanker zu lösen als die Bank. Wenn ich aber in diesem anderen Bereich bin, wo ich eben nicht in direkter Konkurrenz stehe, weil klassisches Fremdkapital einfach dafür nicht zur Verfügung steht, dann denke ich, dass erstens das Niedrigzinsumfeld sich nicht so stark auf uns auswirkt und dass zweitens eben diese Projekte trotzdem, weil sie volkswirtschaftlich sinnvoll sind, eben auch Finanzierung finden sollten weiterhin in dieser Form. Herr Fittler, zurück zu Ihnen und das Wachstum beim Leasing. Sie haben ja erzählt, dass das Wachstum beim Leasing größer ist als, als das Wachstum bei den Ausrüstungsinvestitionen. Können Sie mir dafür einen Grund sagen oder sonst frage ich mal bei Frau Brey, wie das bei denen ist? Nein, kann ich Ihnen schon sagen. Es ist so, wenn Sie, und das ist auch wieder eine Untersuchung, diesmal allerdings vom IFO-Institut, wenn Sie schauen, die außenfinanzierten Investitionen, also alles, was nicht aus dem Cashflow, aus Gesellschafterdarlehen oder sonst irgendwo hinkommt, herkommt, wenn Sie das zu 100 setzen, hat Leasing mittlerweile einen Anteil von 52%. Das heißt, viele, viele Unternehmen gehen in diesen Bereich hinein, sehen den Zusatznutzen, der sich daraus ergibt und investieren hier auch drüber. Insgesamt muss man allerdings leider Gottes festhalten, dass insgesamt in Deutschland derzeit zu wenig investiert wird. Also wenn Sie sich die ganzen Marktdaten, Maschinenbau und so weiter anschauen, das ist kein eitel Sonnenschein. Nichtsdestotrotz, über unsere Dienstleistung ist es so, kriegen wir entsprechende Marktanteile, Marktanteilsgewinne und das heißt, wir wachsen im Moment im ersten Halbjahr um 6%, die Ausrüstungsinvestitionen sind um roundabout 4% gewachsen. Das heißt, wir haben hier wieder etwas Marktanteil gewonnen, aber das macht uns gar nicht so froh, sondern wir schauen eher auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und da hapert es etwas. Vielleicht auch nochmal zum Niedrigzins, das sind Dinge, die treffen uns natürlich auch. Und zwar dann, wenn hier, ich sag mal, Banken mit anbieten, die natürlich genauso wie jeder andere auch Anlagemöglichkeiten für das viele Geld suchen, was sie zurzeit zur Verfügung haben, die sehr günstig über die EZB sich refinanzieren können, was den Leasinggesellschaften natürlich verwehrt ist. Das heißt, wir sind keine Bank, wir können bei der EZB keine Mittel über 4 Jahre zum relativ geringen Zinssatz aufnehmen. Das heißt, wir müssen besser sein in unserer Dienstleistung, in dem wir es für tun, als die Banken, um dann auch diese Marktanteile gewinnen zu können. Gut, jetzt hat ja das Leasing und auch das Factoring nicht nur eine echte Komponente, die ich zwischen Daumen und Zeigefinger spüren kann, sondern eben auch auf die Bilanzen der Unternehmen. Und ich glaube, an der Stelle wird es im Moment spannend. Sie können vielleicht mal sagen, warum, liebe Frau Brey. Ja, herzlichen Dank. Also es gibt ja noch nichts ganz Konkretes, aber zumindest gibt es einen Exposure Draft vom IAS-Board und da wird ja diskutiert, ob
nicht Leasing, auf die Bilanz gehört. Und gerade die Unternehmen, die Leasing unter anderem auch gewählt haben, um eine Alternative zu einer Verschuldung zu haben, die eben auf der Bilanz liegt, wird dieser Vorteil natürlich genommen. Nun ist das alles noch in Diskussion und schafft aber, sage ich mal, auf der einen Seite mehr Bilanzierungsaufwand und im Accounting einfach eine andere Sichtweise. Man muss, auch wenn man mehreren Accounting-Standards folgt im Unternehmen, also wenn man börsennotiert ist nach IAS, aber unsere Group bilanziert nach HGB, da gibt es dann eben Unterschiede, die einen höheren Aufwand verursachen. Und man hat so ein bisschen im Hinterkopf immer natürlich, wenn über IAS etwas umgesetzt werden soll, was dann, sage ich mal, tatsächlich schlagend wird, wie lange es dann noch dauert, bis es unter HGB angewendet wird. Und deshalb beschäftigen wir uns damit natürlich auch schon. Aber eben ein wesentlicher Vorteil, den Leasing dadurch hatte oder hat, würde dann verloren gehen. Lieber Herr Fittler, können wir dann damit rechnen, dass wir für Sie einen neuen Job suchen müssen? Nein, das sehe ich also Gott sei Dank nicht so. Wobei ich sehe schon die Gefahr, die Frau Preis sagte. Es ist so, dieser Standard ist ja jetzt 15 Jahre lang bald beraten worden, soll Ende des Jahres kommen, gilt allerdings nur, das muss man ganz klar sagen, für IFRS-Abschlüsse. Das heißt, er gilt nicht für HGB-Abschlüsse. Dort ist die Welt nach wie vor so, wie sie ist. Aber die Gefahr, die eben angesprochen worden ist, dass das Ganze irgendwann überschwappt in Richtung HGB. Und hier kann man wirklich nur den deutschen Gesetzgeber dazu auffordern, darauf zu achten, dass nationale Regeln auch nationale Regeln bleiben und diese Dinge hier so weiterlaufen können. Denn das, was hier gemacht wird, bedingt einen enormen Aufwand bei den Unternehmen. Der Erkenntnisgewinn, und das ist das, was immer wieder diskutiert wurde, so nach dem Motto, wir wollen die Verpflichtung des Unternehmens kennen. Die Verpflichtung des Unternehmens können Sie aus dem Anhang beim IFRS-Abschluss sehen. Wir haben auch angeboten, wir machen hinten, ich sage es immer etwas salopp, die Tapete etwas länger und packen noch mehr Informationen hinein, sodass jeder Analyst, der sagt, ich will hieraus ein Rating machen, ich will die Informationen haben, alles bekommen hätte. Nein, man hat sich jetzt darauf vermutlich verständigt, dass die Dinge auf die Bilanz genommen werden sollen. Nur, und gerade gehen Sie mal hier zu größeren Unternehmen wie bei Alba, ist der Aufwand enorm. Und wenn Sie das dann in Großkonzernen auch noch weltweit machen müssen, dann steht der Aufwand in keinem Verhältnis mehr zum Erkenntnisgewinn. Nur die Regulatoren bzw. die Standardsetzer haben sich davon leider Gottes nicht beeinflussen lassen. Worin bestehen denn jetzt dann, ich sag mal, außerdem, dass Sie jetzt sagen, auf keinen Fall für HGB, solange kriegen wir das irgendwie hin, wo bestehen denn so für Sie jetzt im Speziellen, einmal bei Alba, in dem ganzen Unternehmen, dann eben bei Ihnen in der Branche oder eben auch beim Crowdfunding, in der nahen Zukunft die großen Herausforderungen? Oder sagen Sie so, wie es ist, ist alles gut, wenn die Konjunktur weiterläuft, glauben wir, dass unsere Geschäftsmodelle so stabil sind, wie sie sind? Okay, ich fange an. Also was den Einsatz der Finanzierungsinstrumente angeht, solange sich da jetzt tatsächlich bilanziell nichts tut, werden wir weiterhin mit einem Finanzierungsmix unterwegs sein. Das ist klar, weil jedes Instrument eben für sich, wie ich sagte, Vor- und Nachteile hat. Natürlich ist es beim Leasing der Fall, dass insbesondere steuerliche Regelungen auch die Vertragsstrukturen im Leasing prägen. Also es gibt sogenannte Leasing-Erlasse und man versucht ja im Prinzip Standardobjekte zu leasen, gerade vor dem Hintergrund, dass man eventuell knappe Investitionsbudgets hat, alle sollen investieren und dann versucht man, wie man das eben darstellen kann und dann benutzt man eben auch die Finanzierungsform Leasing. Wenn es aber eben mal darum geht, etwas flexibler zu sein oder Restwertdiskussionen man mit der Leasinggesellschaft führt oder Laufzeitdiskussionen, dann ist das natürlich etwas, was die Arbeit in diesem speziellen Finanzierungsprodukt nicht gerade erleichtert, wenn sich die Leasinginstitute grundsätzlich eben durch diese Leasingerlasse geprägt an bestimmte Vertragsstrukturen halten. Da ist auch eine Gesellschaft manchmal vielleicht ein bisschen flexibler als andere, aber grundsätzlich ist das schon etwas, wo wir immer eine Herausforderung sehen, wenn man zum Beispiel daran denkt, man würde jetzt andere Investitionsgüter leasen wollen als, sage ich mal, den 0815 LKW.
Da wir aber immer noch, sage ich mal, genug LKWs haben, die wir finanzieren oder leasen, sage ich mal, sehe ich jetzt kein grundsätzliches Problem. Aber wenn man sagte, man wollte jetzt noch mehr, insbesondere in den alternativen Finanzierungsformen unterwegs sein, dann gibt es eben schon diverse Punkte, die insbesondere die Leasinggesellschaften verbessern könnten, um noch ein noch höheres Wachstum, als sie nicht eh schon haben, zu verzeichnen. Ein Punkt wäre zum Beispiel auch noch, dass die Zusagen, die die Leasinggesellschaften geben, meistens eben objektbezogen sind und man dort keinen Finanzierungsrahmen hat, wie es zum Beispiel normalerweise bei der Bank der Fall ist. Jetzt brauche ich gar nicht mehr zu fragen, Herr Fittler weiß schon, was seine Herausforderung ist. Ja, also gut, ich kann jetzt nur allgemein sprechen, weil ich ja nicht weiß, mit wem Sie zusammenarbeiten. Also diese Rahmen gibt es, also von daher gar keine Panik. Das heißt, man kann auch mit Leasinggesellschaften über einen Rahmen an Leasingverträgen und für Objektklassen und so weiter reden und auch diese Zusagen erhalten. Was die Herausforderungen betrifft, bin ich bei Ihnen. Steuerliche Rahmenbedingungen gibt ein gewisses Korsett, aus dem wir natürlich nicht herauskommen. Das ist ganz klar, wobei sicherlich gibt es Gestaltungsmöglichkeiten an der einen oder anderen Ecke. Unsere Herausforderung, aber das, und das war ja die Ausgangsfrage, sehe ich ganz klar, und das Thema hatten wir vorhin im Thema 4.0. Wenn Sie sehen, im Moment gibt es die klare Tendenz der Vernetzung der Unternehmen auf horizontaler Ebene. Das heißt, Sie haben Großunternehmen, Sie haben Zulieferer, Sie haben Start-ups mit drin. Wenn Sie zu einer klassischen Bank gehen und sagen, so, und dieses Projekt will ich finanziert haben, passiert in aller Regel eines. Sie haben eine mittlere Bonität des Zulieferers, Sie haben keine Bonität des Start-ups und Sie haben eine große Bonität des Großunternehmens. Die Bank geht in aller Regel hin und sagt, ja, alles wunderschön, den mittleren könnten wir ja noch machen, aber den Start-up können wir nicht. Bitte Großunternehmen, unterschreibt doch mal quer. Und das heißt, Sie kriegen relativ schnell die Dinge so, dass ein großes Unternehmen, was sich mit solchen Dingen auseinandersetzt und beschäftigt, in seiner Bonität geschwächt wird, weil er zu viel Risiko übernehmen muss. Hinzu kommt eines, wenn Sie Hersteller sehen, und das sind alles Themen, die uns zurzeit bewegen und die wir auch zum Teil schon begleiten. Nehmen Sie jemanden, der einen Roboter herstellt. Ein Roboter, der in der Autoindustrie zum Beispiel Schweißpunkte setzt. Heute ist es so, also früher kam das produzierende Unternehmen hat gesagt, ich hätte ganz gern 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Robotern gekauft, geleast, wie auch immer. Heute sagt das Unternehmen, ich will den Roboter nicht. Ich will so und so viele Schweißpunkte am Tag haben. Die müsst ihr mir garantieren, die müsst ihr mir liefern. Was und mit welchen Robotern ihr das hinten dran macht, ist uninteressant. So, und das sind Dinge, die wir heute machen, dass wir Verträge schließen über Schweißpunkte. Klar, natürlich die Maschinen dazu einkaufen, aber das heißt, vom Einkauf wird umgewandelt in sogenannte Dienstleistungsverträge. Und das wird immer mehr werden. Gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir die Start-ups, die das Ganze vernetzen, entsprechend mit einbauen. Da denke ich dann auch schon wieder an Steuer. Das heißt, hier schaffen wir immaterielle Wirtschaftsgüter, die teilweise, was die Leasingfähigkeit betrifft, ja, manchmal in der Diskussion sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da brauchen wir klassische Rahmenbedingungen. Gehen Sie zu dem Programm, was die Bundesregierung ebenfalls aufgesetzt hat, Energieeffizienz. Auch hier gibt es regulatorische Vorschriften oder auch im BGB Scheinbestandteil eines Gebäudes. Das heißt, wenn Sie eine Heizung, das musste heute sein, an dem Thema komme ich nicht vorbei, Herr Brinkhaus, Sie wissen. Nein, wenn Sie eine Heizung einbauen, normalerweise gehört zu jedem Haus eine Heizung. So. Wenn Sie die aber nachträglich einbauen, müssen Sie das Ding definieren als Scheinbestandteil. Und das ist extrem schwierig, juristisch umstritten und. Auch da sind wir natürlich auch mit dem Ministerium im Gespräch, wo wir sagen, wir brauchen hier klare, verlässliche Regeln. Dann kann man all diese Dinge machen. Wenn Sie Photovoltaik-Dinge draufsetzen, die müssen Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Dach haben. Ansonsten ist es nicht mehr leasingfähig. All diese Dinge, da sage ich, da sind wir vor enormen Herausforderungen, wo die Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, dass all diese Finanzierungen laufen können. Jetzt nicht nur speziell auf Leasing bezogen, sondern auf alle Finanzierungsarten. Und ich glaube, da liegt die größte Herausforderung der Zukunft, die Rahmenbedingungen so zu machen, dass die Finanzierung gesichert wird. Also der Dienstleistungsgedanke steigt weiter. Ja, ich denke, die Herausforderungen aktuell in unserem Bereich liegen vor allem in drei Themen. Wir müssen einmal, wie gesagt, mit der aktuellen Regulierung klarkommen. Das ist zum einen
compliant zu werden mit dem Kleinanlegerschutzgesetz. Zum anderen eben auch darüber nachzudenken, welche anderen Strukturen sind in diesem regulatorischen Umfeld sinnvoll. Einige gehen eben dann schon Richtung Wertpapiervermittlung, weil der Unterschied am Ende des Tages gar nicht mehr so groß ist. Das ist ein spannendes Thema. Funktioniert im Eigenkapitalbereich nur bedingt. Da müssen wir in einem Dialog mit der Politik bleiben, ob man vielleicht darüber nachdenkt, zum Beispiel Modifikationen im Aktienrecht umzusetzen, um dort zu einem Eigenkapitalinstrument zu kommen, mit dem eben Wachstumsunternehmen auch digital finanziert werden können, was momentan mit den Nachrangdarlehen, auf die wir festgelegt worden sind, ja eigentlich nur sehr eingeschränkt der Fall ist, was eigentlich nicht im Interesse beider Marktseiten ist. Die zweite Herausforderung ist, wir müssen uns professionalisieren als Branche. Da sind wir gerade dabei, einen neuen Verband zu gründen, den Bundesverband Crowdfunding, um dort mit besseren Strukturen im Dialog mit der Politik auch sein zu können. Und wir denken zum Beispiel auch in Richtung Plattformzertifizierung, wir sprechen mit dem TÜV in die Richtung und so weiter. Also das sind Dinge, die wir auch aktuell angehen als Branche. Die dritte Herausforderung ist, wir müssen stärker wachsen. Wir sind hier im deutschsprachigen Raum, im internationalen Vergleich noch nicht so gut unterwegs wie andere. Und das hat eben viel mit zu tun mit Segmentierung des Rechts hier in Europa versus in den USA und auch mit der Art und Weise, wie die Kapitalmarktrichtlinie hier in Deutschland umgesetzt worden ist. Das ist in anderen europäischen Ländern eben auch anders. Dann kann ich solche Plattformen auch unter der Kapitalmarktrichtlinie strukturieren und damit eben auch in Europa international tätig werden. Und da beobachten wir auch sehr gespannt die Bestrebungen auf EU-Ebene zur Kapitalmarktunion. Ich weiß ja, dass meine Zeit fast abgelaufen ist, aber ich will noch eine Frage stellen. Okay, ja, nur für heute, das stimmt. Herr Fittler, die europäische Regulierung, ist das für Sie ein Problem oder ein Thema oder... Die europäische Regulierung ist für uns ein großes Thema. Aus dem einfachen Grunde, die EBA gibt Leitlinien vor, die sie insbesondere für Banken macht. Und dann, wenn Sie die Texte lesen, steht hier Kreditinstitute oder CRR-Institute, wie das in der Fachsprache so schön heißt, plus dann entsprechende Finanzierungsinstitute, also Financial Institutes. Financial Institution wird anders gelesen als wir hier in Deutschland. Das heißt, wir bekommen wie oft Regulierungsvorschriften für Banken, die auf unser Geschäftsmodell nicht passen, wo wir dann sehen müssen, wie wir damit umgehen, wie wir dann unter Umständen sowohl hier in Berlin als aber auch in Brüssel dann die Dinge versuchen wieder gerade zu rücken, was nicht immer ganz einfach ist. Und was uns das Geschäft schon deutlich erschwert an dem einen oder anderen. Und das ist der berühmte, oder die Gewichte, die hinten an unserem Schnellboot hängen, die uns durchaus langsamer machen, weil wir hier gezwungen sind, Dinge zu tun, die für uns absolut unpassend sind. Nichtsdestotrotz, wir stellen uns den Themen, gewisse Dinge machen auch absolut Sinn, ist auch nichts gegen zu sagen, aber manche Dinge passen halt wirklich nicht auf unser Geschäftsmodell. Denn eines, und Herr Brinkhaus sagte schon so schön, wir gehen dahin, wo es weh tut. Er hat auch noch einen anderen Satz gesagt, wir sind die stillen Helden der Finanzierung, die wollen wir weiterhin sein. Und das heißt, wir wollen die Dinge nach wie vor anbieten können, man darf uns nur halt keine Fesseln an die Füße legen. Ja, vielen Dank an meine drei Panelisten. Ich glaube, unsere Zeit ist so gut wie abgelaufen. Ich denke, das war mal so ein ganz, ganz anderes Thema. Und was ich mitgenommen habe bei allen dreien, Rechnungslegung und Regulierung, Deutschland, Europa, ist immer und überall ein Thema. Das habe ich schon am Anfang meiner Karriere hier im Bundestag gelernt. Das war bei den Versicherern ähnlich. Das ist auch bei den Versicherern noch ähnlich. Also insofern, wir haben noch viel Arbeit. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch dem letzten Panel. Ich habe heute ein besonderes Vergnügen und zwar darf ich auch im Namen der CSU sprechen. Normalerweise ist das bei Fraktionskongressen immer so, dass das Schlusswort von der CSU gehalten wird. Der Hans Michelbach muss sich leider entschuldigen. Das ist in der Plenarwoche so, da verschieben sich Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Also insofern mit westfälischem Akzent auch für Bayern gesprochen. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei all denjenigen, die heute mitgemacht haben. Ich bedanke mich bei denjenigen, die es organisiert haben, den inneren Dienst der Fraktion, aber auch den Referenten, die hier vorne sitzen, den Herrn Schmitz, den Herrn Zollikofer, der Frau Dr. Jakob. Und wir hatten eigentlich Folgendes vorgehabt. Warum haben wir das gemacht? Wir wollten viele Anregungen sammeln für unsere politische Tätigkeit. Ich denke, das ist gelungen. Wir haben viele Hausaufgaben mit auf den Weg gekriegt. Im Bereich der
Gründungsfinanzierung in der ersten Phase ist uns gesagt worden, seid vorsichtig beim Investmentsteuerrecht, bei den Streubesitzgeschichten. Ihr müsst euch auch mal über Regulatorik und Steuern bei bestimmten Vehikeln unterhalten. Ihr müsst eine kritische Größe schaffen, damit die Portfolios ausgeglichen sind. Wir haben sehr viel gelernt über Banken. Natürlich, dass da zu viel reguliert wird, dass die Proportionalität beachtet werden muss, aber dass die Banken auch weiterhin trotz Fintech der Partner der Mittelstandsfinanzierung sein werden, dass sie vielleicht nicht ganz so gut sind in der Risiko- und Gründungsfinanzierung, weil sie ein anderes Geschäftsmodell haben, haben dann über den Kapitalmarkt gesprochen, haben uns da zwei Sachen herausgegriffen. Ich fand das klasse, das etwas verwüstete Thema Mittelstandsanleihen, dass wir das wieder resozialisiert haben hier an diesem Tisch, dass wir aber auch darüber gesprochen haben, dass wir in Deutschland eine Aktienkultur brauchen und woran es liegt, dass wir sie nicht haben, und haben dann zum Schluss eigentlich auch wieder fast den Weg zum Anfang gefunden bei alternativen Finanzierungsformen, bei einem Unternehmen, was schon lange im Markt ist, wie der Alba-Gruppe. Wir haben unseren Crowdfunding-Experten gehabt, der wieder den Bogen geschlagen hat zu unserem ersten Thema, zur Gründungsfinanzierung. Und wir haben sehr, sehr viel über Leasing gelernt und haben vielleicht auch gelernt, Herr Fittler, da Sie ja nicht das Unternehmens-, sondern das Objektrisiko bewerten, dass also auch vielleicht Leasing etwas ist für Unternehmen, die in der Start- und in der Wachstumsphase sind, und dass man vielleicht auch darüber nachdenken sollte. Also insofern haben wir einen bunten Bogen gehabt, wir haben viel mit auf den Weg genommen. Wir wollten aber auch noch was anderes machen. Wir wollten uns als CDU-CSU-Fraktion präsentieren. Ich glaube, das ist mit den vier Panelleitern ganz hervorragend gelungen, und ich muss eins sagen, und das ist jetzt der parteipolitische Werbeblock. Ich glaube, keine Fraktion ist so gut und so breit im Bereich Finanzmarkt aufgestellt, wie wir das sind. Wir haben also durchaus die Experten, die kompetente Gesprächspartner sind, und das ist uns auch wichtig. Und an all Sie gilt eine Nachricht: Fordern Sie uns, geben Sie uns den Input, wie man heute so schön sagt, also was wir anders machen können, was wir besser machen können. Ich bedanke mich ganz herzlich, und wenn ich jetzt auf den Professor Paul gucke, das war so ein kleines Hauptseminar Unternehmensfinanzierung. Wir hätten noch über ganz viele andere Sachen sprechen können, über Verbriefung, über Factoring, aber die Legislaturperiode ist noch nicht zu Ende. Ich weiß, Antje Tillmann plant auch schon was fürs nächste Jahr in diesem Bereich. Also insofern bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie wieder. Herzlichen Dank.